Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 412. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Patricia. Hallo. Der Duke. Ja, servus, hallo. Herr Marvin. Hi, ich finde es so gut, dass wir ihn immer noch Duke nennen. Ja. Und die Person, wo der Marvin im Vorgespräch kurz überlegen musste, wie der Name ist, nämlich die Alex. Servus. Nachdem so viele gemeckert haben und Frau Alex ja diese Woche im Rasenfunk mal wieder geübt hat, wie das so mit diesen Podcasten ist, gab es keine Ausreden mehr. Deswegen ist sie jetzt heute hier, um mit uns über wichtige Dinge des Fußballs und über die Eintracht zu reden. Genau, ich war gestern erstmal in der Testplattform Rasenfunk und dann habe ich mir gedacht, gut, heute dann zu den Profis im Eintracht-Podcast. Genau. Und um bestens. Sorry, Max, falls du das hörst. Oh Mann, das gibt's ja im Internet. Ja. Und um bestens vorbereitet zu sein, hat die Alex sich auch noch ein 8 Jahre altes Video angeschaut. Dazu dann aber gleich mehr und was das mit dem jungen Marvin zu tun hat. Vorher noch ein bisschen Housekeeping. Erstmal nochmal vielen Dank wieder an dieser Stelle an all die tollen Unterstützer und Unterstützerinnen. Da sind noch einige in der letzten Woche dazugekommen bei Patreon oder die uns auch hier per Überweisung oder PayPal unterstützt haben. Und ich möchte da jetzt an dieser Stelle exemplarisch stellvertretend für die vielen Unterstützer mal den Ralf, den Christoph und den Helmut erwähnen. Die sind nämlich da so besonders herausgestochen in dieser Woche. Vielen Mega Dank. Mega geil. Vielen Dank. Dankeschön, ja. Ja, und jetzt hatten wir gerade eben schon kurz gesagt, wir reden über ein altes Video. Das hängt mit dieser aktuellen Thematik zusammen, die sich da heute so ein Stück weit gezeigt hat. Es gibt Gerüchte um ja einen Abgang von unserem Sportdirektor Herrn Hübner im Sommer. Der Vertrag läuft ja aus, es sind die Verträge mit dem Trainer und mit Bobic und mit allen sind verlängert worden, außer mit ihm. Und dann gab es, ich glaube, heute den FAZ oder FR-Artikel. Ja, genau. Genau. Dass es sein könnte oder dass es quasi so aussieht, dass er gehen würde und dass es vielleicht sogar einen Nachfolger aus den eigenen Reihen gibt. Die Eintracht hat jetzt dazu bislang offiziell noch nichts gesagt, aber das ist so das Gerücht, was im Raum steht. Auf der einen Seite zeitlich finde ich so ein bisschen, hat es mich so ein bisschen kalt erwischt. Aber total überraschend kommt es für mich tatsächlich nicht. Wie ist denn so eure Situation dazu? Ja, ich habe gerade Atemnot, als du gesagt hast, Kandidat aus den eigenen Reihen, weil dann zurück zum Video aus dem Jahre 2012. Ja. Da haben wir damals spekuliert, ob Möller vielleicht kommt. Der ist schon da, der kommt nicht mehr. Richtig, und deswegen ist er ja jetzt auch in den eigenen Reihen. Quasi. Nee, es geht eher um, denn ich hatte mir den Namen vorhin rausgesucht. Sebastian Zelikowski oder? Genau, das okay. Ist irgendwie, der ist Chefanalyst, den hat Bobic damals mitgebracht, der hat diese ganze Videoanalyse-Thematik einmal komplett auf links gedreht, da gab es auch damals einen Zeitungsartikel, glaube ich auch in der FR, wo er befragt wurde, wie er das alles so empfand und gesagt hat, irgendwie die Eintracht war damals, ich glaube 2016, als der kam, im tiefsten Mittelalter und hat irgendwie Dinge per Fax von links nach rechts getragen und es hat irgendwie 3 Wochen gedauert, bis irgendwelche Spielberichtsbögen und sonstige Dinge da unterwegs waren. Also so wie man sich das bei der Eintracht damals vorgestellt hat, muss es wohl tatsächlich auch gewesen sein. Und der scheint wohl jetzt ein ganz großer Kandidat dafür zu sein. Ja, also erstmal muss man sagen, dass es natürlich schon eine gewisse Überraschung einfach ist, weil 10 Jahre ist Bruno Hübner, also wenn er jetzt sein Amt dann 2021 beendet, ist er dann circa 10 Jahre dann schon da. Das ist natürlich eine Hausnummer, glaube ich, für ihn auch gar nicht so schlecht. Muss ich auch mal sagen, er kommt aus Verhältnissen, wo ich denke, naja, für einen Bundesliga-Verein, so einen gestandenen Bundesliga-Verein, der dementsprechend auch vorzustehen und wichtige Dinge zu tun, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Er hat sich bei der Eintracht ja auch sehr, sehr gut gemacht. Ist damals, wer der ein oder andere mag sich erinnern, vom MSV Duisburg gekommen. Das war das Jahr, in dem sie ins Pokalfinale, ich glaube, es war das Pokalfinale gekommen sind. Dort zwar verloren haben, aber trotzdem hat er ja auch beim SVW eine gute Arbeit hinterlassen und geleistet. Und ich kann mir vorstellen, dass er dann auch im Zuge dessen in den nächsten Jahren irgendwo anders anheuern wird. Für die Eintracht war es, glaube ich, in der Zwischenzeit, man kann ja mal kurz diesen Werdegang beleuchten, gar nicht verkehrt. Es war so, das kam ja war die Zeit, als Bruchhagen, als ihm gesagt wurde, dass er auf jeden Fall noch jemanden an seiner Seite braucht, weil allein wird es nichts mehr, er hat den Abstieg mit zu verschulden. Ja. Und das war dann der Grund, warum sich dann Bruchhagen
Fragen beispielsweise Bruno Hübner gesucht hat, hat sich, die hat ja eine engere Zusammenarbeit mit Bobic, kann man ja dann schon sagen, ist vieles von der Wirkmacht eines Hübners ein bisschen verschwunden. Ich glaube, für die Eintracht ist es irgendwie der nächste logische Schritt. Der interessante Aspekt ist aber, den du eben genannt hast, dass wieder ein, ich nenne es mal ein bisschen pathetisch, ein Spusi von Bobic dementsprechend installiert werden soll. Das kann ein bisschen Geschmäckler haben. Ich will es nur mal zur Debatte stellen, weil das natürlich schon interessant ist, weil der zumindest auf dieser Sportdirektor-Position ja mittlerweile noch oder bislang keine großartigen Erfolge vorweisen kann, der Herr Zelikowski. Und da sehe ich eigentlich auch schon so ein bisschen das Problem, weil als Sportdirektor bist du ja maßgeblich auch auf deine Connections angewiesen, auf Leute, die du kennst, auf, keine Ahnung, Verbindungen, die du hast oder auf Dinge, auf die du zurückgreifen kannst. Und da jemanden zu nehmen, der aus der Videoanalyse-Schiene kommt, ja, also seine sportliche Fachkompetenz mag ihm ja überhaupt keiner absprechen, aber vielleicht wäre es halt auch ganz gut, jemand von außen reinzubekommen, der vielleicht noch ein anderes Netzwerk hat wie Bobic oder vielleicht auch noch woanders hin Kontakte, Ideen, Vorstellungen. Ja, es passt halt irgendwie, wie Marvin schon so richtig sagt, eigentlich nicht so richtig vom Werdegang der Person zu dem Amt, was dann dort begleitet werden soll. Also man kriegt so diesen Beigeschmack, dass ich installiere mir da meine Leute, um irgendwie meine Entscheidung da irgendwie durchzukriegen. Das wirkt so ein bisschen komisch an der Stelle. Also ich sag's jetzt mal ganz dreist so, das wirkt auch irgendwie herabsetzend für die Position. Also ich meine, Hübner war schon sehr, sehr im Hintergrund in den letzten Wochen und Monaten. Genau. Das heißt, den hast du kaum noch wahrgenommen. Und jetzt hast du die Position des Sportdirektors, die in anderen Vereinen eine der mächtigsten im Verein ist. Und da setzt du einen No-Name-Kandidaten hin, der zwar durch Fußball-Sachverstand glänzt, aber ja, also irgendwie finde ich, ja, ich weiß nicht, ob ich das beurteilen kann, aber irgendwie wird es so auf meinen ersten Blick der Rolle nicht gerecht, die ich mir da vorstelle. Dennis, aber unterstützt ihr denn eigentlich diesen Wechsel? Muss da auf der Position mal was passieren? Weil ihr habt es gerade richtig gesagt, eigentlich ist ja seit, ja, ich sag mal 4 Jahren, hört man zumindest nicht mehr viel von der Seite Bobic sei schon Hübner, weil Bobic eben installiert ist, Ben Manga Chefscout macht und so weiter und so fort. Also so ein bisschen ist ja die Position, ich gehe da schon auch mit Alex, dass die Position vielleicht momentan so oder so nicht so die Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob die Eintracht sich da was auch bei denkt, dass sie im Endeffekt dann aus einer anderen Schiene jemanden hochziehen. Mir würde es auch gut gefallen, hätten wir im Endeffekt extern jemanden jetzt schon auf dem Zettel, der im Endeffekt ein tolles Netzwerk noch mit reinbringt. Finde ich auch super wichtig. Finde ich auch, dass diese Position tatsächlich bei anderen Clubs so auch besetzt ist. Ich verstehe die Taktik momentan dahinter noch nicht, weil ich verstehe, dass Hübner gehen soll oder dass da mal ein neuer Impuls rein soll. Ob natürlich dann Zelikowski hier der Richtige ist, ist natürlich wirklich da so ein bisschen zu hinterfragen zumindest. Patricia, wie ist denn deine Meinung dazu? Ich versuche gerade alle eure Argumente, die ihr geliefert habt, zu ordnen, weil es war schon echt recht viel und es war aber auch guter Input. Also ich kann da eigentlich zu allem zustimmen. So. Ich weiß halt auch wirklich nicht so richtig, wo die Linie hingehen soll. Ich weiß auch nicht, soll das jetzt vielleicht die Position wieder stärken einerseits, dass man sagt, okay, Hübner war so im Hintergrund, dass wir da jemand anderen brauchen. Andererseits ist es dann halt die richtige Person, wenn du diese Position wieder stärken willst. Oder ist es halt so, dass du sagst, diese Position ist bei der Eintracht halt einfach nicht diese mächtige Position, wie sie bei anderen Vereinen ist. Und man hat sich genau deswegen jemanden geholt, der da auch nicht die Ansprüche hat, irgendwie groß der starke Mann bei Bobic zu sein, sondern halt wirklich so eine, ich will jetzt nicht sagen Assistenzrolle, aber so eine etwas untergeordnetere Rolle zu spielen. Ich weiß halt, wie Dennis schon gesagt hat, auch nicht so richtig, wo der Weg hingehen soll und was die Hintergedanken da sind. Aber das ist doch ein ganz, ganz spannender Punkt, weil ich glaube, genau so müssen wir es auch betrachten, denn es ist wirklich die Frage, ist das Ziel, wirklich hier jemanden zu haben, der weiter anders arbeitend, anders denkend
diese Position bekleiden soll, oder soll es im Endeffekt nur dazu beitragen, dass die Position von Bobic stärker wird? Und das ist ja gar nicht, das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich kann den Aspekt auch von Bobic partout erstmal verstehen, seine Macht weiterhin in sich zu vereinen, indem halt jemand wie Hübner gar nicht die Vertragsverlängerung bekommt. Das ist nämlich tatsächlich dann eine Stimme weniger, die dagegen schießen kann, auch wenn wir ganz ehrlich sind, in der letzten Zeit war es bei Hübner tatsächlich nicht oft der Fall, dass wir nach außen gemerkt haben, dass es hier einen Dissens gab. Aber es ist natürlich schon so, wenn jetzt jemand, der eher aus dem Bobic-Lager kommt, diese Position bekleidet, dann heißt es für mich aber auch, dass diese Position weniger Gewicht bekommt. Und auf der anderen Seite, und das ist ein Aspekt, den will ich euch mitzudenken geben, dass sobald Bobic den Verein verlässt, dass hier ein noch größeres Vakuum auf der Position besteht, weil du dann halt niemanden mehr hast, der ein gewisses Netzwerk hat. Also das ist halt der Punkt. Ja, das ist tatsächlich auch so der Punkt, der mich am meisten, also auf der einen Seite, deswegen sagte ich ja eingangs, kommt es für mich nicht überraschend, weil ich sowieso das Gefühl hatte, dass das so ein Stück weit über die letzten Wochen, Monate hinweg so ein bisschen so eine Position von so einem zahnlosen Tiger geworden ist, weil du ihn wenig gesehen hast und ich tatsächlich auch das Gefühl hatte, wie gesagt, keine Tatsachen, sondern wirklich nur Beobachtung von außen, so die Annahme, das Gefühl hatte, dass er da tatsächlich wenig Neudeutsch würde man wahrscheinlich Impact sagen, hatte. Und auf der anderen Seite sehe ich halt genauso die Gefahr, die du gerade eben erwähnt hast. Das ist jetzt gut, solange eben wir Leute dort haben, die dieses Netzwerk haben. Aber vielleicht ist es ja, oder vielleicht wollen wir auch gar nicht, dass ein Bobic noch die nächsten 15, 20 Jahre da irgendwie rumgeistert. Was passiert dann danach? Wenn wir jetzt mal nur auf den Verein gucken und auf die Weiterentwicklung und die Zukunft des Vereins, brauchst du, glaube ich, auf dieser Position, wenn du sie wirklich so als Sportdirektor siehst, wie sie, ich sag mal, gebräuchlich auch angesehen wird, und ich vermute mal, dass es relativ ähnlich zu der Idee ist, wie die Alex diese Position definieren wird, bräuchtest du wahrscheinlich schon eher jemanden, der ein Netzwerk hat, der auch eine Möglichkeit hat, da mal irgendwie in Veto zu setzen und zu sagen, ey, lass mal noch mal 2 Minuten länger drüber nachdenken, und nicht jemanden, der da immer nur ja, nein, vielleicht sagt. Also das finde ich dann so ein bisschen schwierig an der Stelle. Ganz kurz, 2 Punkte, straight talk. Auf der einen Seite geht es mir nicht darum zu sagen, dass Bobic dieses Amt nicht länger bekleiden soll. Ganz im Gegenteil, ich würde mich freuen, wenn er das noch länger tut. Ja, klar. Die Problematik sehe ich nur eher darin, dass das wahrscheinlich auf mittelfristiger Basis nicht mehr über diese Dauer so sein wird, weil ich glaube, dass auch ein Bobic in einem gewissen zeitlichen Rahmen irgendwie nochmal andere Interessen verfolgt. Das heißt, andere Vereine. So, das ist der erste Punkt. Was ja prinzipiell auch nicht verkehrt ist. Wir haben es ja auch damals gesehen, was passiert, wenn du jemanden wie Bruchhagen hast, der einfach viel zu lange in so einem Verein ist. Du musst ja auch dann mal so Strukturen einfach auch in einer gewissen Zeit mal ändern. Genau, aber mir geht's auch, aber der nächste Punkt, den ich ja vorhin schon angerissen habe, ist tatsächlich, und da müssen wir mal ganz klar reden, ist halt so, dass Bobic, er hat ein paar Pferde, die rennen können. Und die ein paar Pferde, die rennen können, die benennt sich unter anderem in der Lyon Sports Group mit Ramadani, was einer derjenigen ist, die immer wissen, dass sie mit Bobic hantieren können, dass sie dann ihm gute Spieler liefern. Das war bei Kostic so, das war jetzt zuletzt bei Rustic so, und es ist gleichzeitig auch so gewesen, dass damals Ante Rebic auch ein Schützling von der Lyon Sports Group war. Mhm. Das heißt also, das sind die Kontakte, die Bobic hat. Das heißt aber, dass die uns irgendwann, ich weiß nicht, wie der aktuelle Verhältnis ist, mit Russland scheint es wieder aufgeblüht zu sein. Es gab aber sowohl in der Zwischenzeit auch schon mal länger, wo es wenig Kooperation gab. Das zeigt für mich aber, dass halt, sobald ein Bobic wegbricht, auch sämtliche Kontakte wegbrechen. Und darüber muss man halt darüber nachdenken, ob man diese Situation, dieses Wagnis eingehen lassen will. Das ist der Punkt, weswegen ich ein bisschen Schwierigkeiten habe zu überlegen, okay, wir besetzen diese Stelle intern. Ja, plus halt eben auch den Faktor, dass wenn du halt jemanden hast, der ein eigenes Netzwerk mitbringt, was jetzt vielleicht eben nicht nur auf die von dir genannten Spielernetzwerke zurückgreift, du halt eben A, nochmal die Möglichkeit hast, auf andere Spieler auch zurückzugreifen, und B, du dich halt eben nicht von den genannten Vermarktern beziehungsweise hier Spielermanagern abhängig machst, ja. Eine Frage, gibt es denn von der Konstellation her, ich kann mir nur vorstellen, Marvin, du hast da was Gutes angesprochen. Bobic will natürlich seine Position stärken oder da auch gut beibehalten als Sportvorstand. Ist ja Vorstand Sport. Jetzt haben wir ja die Position Sportdirektor Bruno Hübner.
würde es denn funktionieren? Nur mal, damit man mal das Gedankenspiel spielt. Jemanden, der auch eine, ja, so eine Alpha-Rolle. Normalerweise, wenn wir hier jemanden mit dem Netzwerk reinholen wollten auf die Position extern. Erstens ist dann die Frage, wer steht da überhaupt zur Verfügung? Und zweitens, was ist auch dessen Anspruch? Ist dann die Position des Sportdirektors, wie wir sie auch aus, was wir vorhin schon gesagt haben, aus anderen Vereinen kennen, dann nicht etwas unterrepräsentiert? Müsste die dann deutlich mehr Spielraum wieder bekommen? Müsste Bobic dafür wirklich Kompetenzen abgeben? Weil ich glaube tatsächlich mit dem, nicht nur, dass er sich nicht stärken will über diese Position, sondern er will sich natürlich auch nicht hier komplett schwächen. Und ich glaube, wenn du jemanden extern, der wirklich ein gutes Netzwerk hat und, ja, ich sag mal, ein Bobic-Klon sozusagen darstellt, einfach ein sehr gutes Telefonbuch hat und da uns weiterhelfen kann, dass der andere Ansprüche auch hätte, als zu sagen, ja, okay, ich habe jetzt hier die Sportdirektor-Rolle und ich bin zufrieden, so wie die Arbeit vorher mit einem Bruno Hübner gelaufen ist. Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen, sondern ich glaube, dass da deutlich mehr Ansprüche gestellt werden würden. Und vielleicht das tatsächlich ein Grund ist, dass du sagst, okay, wir versuchen es aus den eigenen Reihen erstmal zu regeln, weil diese Diskussion, das gibt ja eine riesen Unruhe auch in den Verein rein, wenn da Machtkämpfchen intern gerade auch auf Führungsebene sind, kann ja keiner gebrauchen. Ist natürlich ein bisschen ein Zwiespalt, weil ich verstehe, Marvin, dein Punkt ist sehr gut. Ich habe auch Angst davor, dass wir uns ein bisschen abhängig machen, wenn du wirklich hier dich auf sozusagen ein Netzwerk verlässt, was vielleicht einfach mittelfristig gar nicht mehr da ist. Und auf der anderen Seite, kannst du überhaupt jetzt jemanden reinholen, der ein gutes Netzwerk noch hat, der im Endeffekt dann nicht eine Riesenunruhe hier in den Verein reinbringt und dadurch dann im Endeffekt vielleicht ja negative Folgen hat. Also kann mir sogar vorstellen, dass es aus taktischer Sicht für die Eintracht sogar im Gesamten, es heißt, wir wollen hier nicht ein Fass aufmachen, was gar nicht notwendig ist. Weißt du, wie ich meine? Also wenn das tatsächlich so ist, dann macht mir das eher Angst. Weil, also für mich wäre es ein Riesenzeichen von Schwäche, wenn ein Bobic so eine Angst um seine Reputation, um sein Standing, um seine Macht hat, dass er seine Untergebenen schwach besetzt, damit er stärker ist. Also wenn du mit so einem Gedanken an eine Führungsposition rangehst, ich glaube, dann bist du, also dann ist er da fehl am Platze. Das sollte nicht sein. Und wenn du zwei starke Leute irgendwie in einer, ich nenne es mal in einem Bereich, einer Abteilung oder so vereinst, dann kann da ja auch ganz viel Gutes bei rauskommen. Das muss ja nicht, also wenn es dann in Machtkämpfchen endet, dann hat auch wieder irgendeiner der beiden ein Problem. Also ich, wenn das wirklich die Folgen sind, glaube ich, dann ist die Stelle eh falsch besetzt. Ja, wird mir am besten gefallen. Also Konkurrenz belebt das Geschäft, meinst du, Alex? Ja, wird mir am besten gefallen. Nee, gar nicht Konkurrenz, aber keine Ahnung. Also selbst wenn man sich mal auf der Arbeit umguckt, ich arbeite doch auch lieber mit den Kollegen zusammen, die es richtig drauf haben. Anstatt mit denen, die mich mit Sicherheit nicht beim Chef anschwärzen, aber mir auch ja in keinster Weise irgendwie, weiß ich nicht, mich nicht weiterbringen. Das ist aber jetzt wieder die Frage, wie sieht das dein Chef oben? Hat der Lust, sich mit jemandem rumzuärgern, der im Endeffekt auf dieselbe Stelle vielleicht heiß ist? Und also es ist. Aber du ärgerst dich doch nicht automatisch damit rum. Also wenn jemand diese Stelle antritt, wenn jemand diese Stelle antritt, dann hat er ja auch Bock da drauf. Und ich meine, Kompetenzen abzugeben bedeutet ja auch, dass du mehr Freiraum für andere hast. Wenn du dir mal anguckst, was bei der Eintracht gerade alles passiert, was alles umgebrochen wird, was alles neu und, ich sag mal, in Eintracht-Verhältnissen revolutioniert wird, was auch alles mit über Bobics Tisch muss, ja, dann wäre es doch ganz gut, wenn er tatsächlich einen sehr starken Mann an seiner Seite hat, der ihm ganz viel in diesem Transfergeschehen zum Beispiel auch abnehmen kann. Ja, wobei jetzt stell dir mal vor, ne, du hast einen Max Eberl bei Gladbach sitzen, da klingelt das Telefon und da ruft jemand an und sagt, Jürgen, und da, ich bin der Neue bei der Eintracht. Entschuldigung, wie war Ihr Name nochmal? Ist der Bobic nicht mehr da? Kann ich den kurz sprechen? So läuft doch so ein Gespräch dann ab. Ja. Ja. Ich kann es dir nicht sagen, Alex, ich weiß es nicht. Aber ja, ich weiß es ja auch nicht, ne? Bin ja auch nicht dabei. Aber das wären so meine Gedanken, die so darum kreisen. Ja, du hast hier so eine Hasan Salihamidžić-Position, ne? So, der grüßt Kaspar vom Amt. Ja, also ich glaube, es ist so oder so jetzt nicht ganz so dramatisch. Also ich finde es wichtig, dass wir das diskutieren. Ich sehe halt die Fallstricke, die sich daraus ergeben, aus einer quasi Monopolsituation, die dann Bobic mit seinem Spusi, muss man negativ zu sagen, dann hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, es gibt immer noch wirtschaftliche
Verantwortlichkeiten und auch wirtschaftliche Schwierigkeiten, gerade in Bezug auf Corona, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass auch das eine oder andere, also da weiß ich, da kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass man sagt, man will auch da kürzen und streicht die Stelle vielleicht ganz, das kann ich mir auch vorstellen, ne? Je nachdem, wie der Begründungsansatz ist, weil es jetzt auch relativ Novum ist, überhaupt diese Stelle neben Bobic überhaupt noch zu haben, ist jetzt auch nicht, das hat nicht jeder Bundesligist, ne? Also für ein Plus an unterschiedlichen Gedanken, für ein Plus an unterschiedlichen Einflüssen, hätte ich das gut gefunden. Man muss aber auch sagen, um zur Position eines Hübners zurückzukommen, ist es, glaube ich, vollkommen verständlich, nach 10 Jahren, und das ist ja dann auch der nächste Punkt, einfach mal zu sagen, okay, wir gucken, wie es anders läuft, weil ich glaube, 10 Jahre sind auch für ihn eine extrem lange Zeit innerhalb eines Vereins, eines Bundesliga-geführten Vereins, und dann irgendwie neue Akzente zu setzen, ist grundsätzlich jetzt auch erstmal nicht verwerflich. Also ne, es sind mehrstufige Dinge, die wir hier betrachten müssen, meine ich. Aber das, wie gesagt, wir werden es nicht abschließend klären können. Aber es ist natürlich, irgendwie, ich merke das ja und wir reden hier drüber und so eine gewisse Grundskepsis bezüglich Bobic bleibt halt immer wieder. Ja, irgendwie schon, ne? Alex, du bist ja mal ganz tief in diesen Internetkeller reingestiefelt und hast ja mal unser altes Video von vor 8 Jahren angeschaut. Liebe Leute, wenn ihr euch das auch anschauen wollt und sehen wollt, wie ein junger Marvin aussieht, ich verlinke euch das Video mal, dann könnt ihr euch das Könntest du mal jetzt anschauen. Bitte so diese als Soundtrack unterlegen, dieses Je t'aime-Lied? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. nur weil ich da noch keinen Bart hatte. Doch, so ein bisschen Bart ist da. Ja, ja, aber es ist echt eigentlich. Das ist, ja, ja, das ja, ist ja, voll ja, nackt. Ja, es ist echt. Also für meine Verhältnisse sehr lustig aus. Ganz schön nackig. Sehr, sehr lustig. Ja. Wie war denn damals so unsere Meinung zu Hübner? Ja, eigentlich auch gespalten. Weil, also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, ich glaube, wir kamen uns da so ein bisschen, würde ich sagen, verarscht vor, haben aber mit was Großem gerechnet und bekommen dann jemanden, der bislang seine Karriere in der dritten und zweiten Liga bestritten hat. Ja, und da war für uns, glaube ich, auch klar, zweite Liga werden kleine Brötchen gebacken und das fängt da schon an. Alternativen, die wir damals im Kopf hatten, war Möller und Beiersdorfer. Genau. Ja, ich glaube, da haben wir es jetzt unterm Strich so schlecht, rückblickend nicht so schlecht getroffen. Ja, genau. Also ich glaube auch ich stand damals dem Ganzen viel zu negativ gegenüber. Eigentlich mit, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wieder den gleichen Argumenten wie heute. Ja, mir war das nicht bekannt genug, mir war das nicht groß genug, mir war das nicht, Gott, was bin ich für ein überkandidelter Fan, so eine Erwartungshaltung. Finde ich aber gut, dass du so sehr reflektiv. Ja, das ist halt, weil der Mund, der ist immer viel schneller wie das Hirn und dann kommt es durch das Ohr wieder rein und dann wird es verarbeitet und dann fallen dir manchmal Sachen auf. Mhm. Ja. Ja. Ja, offensichtlich sind meine Erwartungen größer als befriedigt werden können. Ja gut, aber wie gesagt, rückblickend betrachtet sind wir, glaube ich, in den letzten 8 Jahren damit jetzt nicht so schlecht gefahren. Also wenn es jetzt wieder den gleichen Ausmaß nimmt, dann ist es ja, glaube ich, auch okay. Nein, man muss ja auch sagen, also Hübner war mit einer, also ich meine, ne, wir können ja nochmal irgendwann anders nochmal einen richtigen Abgesang machen, aber man muss halt schon sagen, Hübner hat zwischenzeitlich auch einfach dafür gesorgt, dass auch gute Transfers an Land gekommen sind. Ja. Zuletzt, wie gesagt, war er ja so der Zwischenkommunikator, wenn vielleicht Bobic keine Lust hatte, mit dem einen oder anderen Medienvertreter zu sprechen, dann hat es halt Hübner gemacht. Ja. Aber am Anfang der Zeit, also gerade so 2011, haben wir auch so ein bisschen eine Misskommunikation auch zwischenzeitlich gehabt, als ich weiß noch, das war auch ein bisschen merkwürdig, war es schon. Ich erinnere mich an den einen Transfer, der eine hat Rob Friend geholt, der andere hat Sanogo, haben wir Sanogo geholt? Ja, ich glaube, ne? Bubakar Sanogo oder? Du weißt, mein Gedächtnis bei Spielern Nein, ist warte immer mal, schlecht. Quatsch, nicht sein Logo. Genau, also der eine hat Rob Friend geholt und der andere hat, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Auf jeden Fall, ich komme gleich auf den Namen. Aber wo am letzten Spieltag, am letzten Transferfenstertag zwei Stürmer verpflichtet wurden, um in der zweiten Liga wieder Vollgas zu geben. Also das war dann im Endeffekt auch Mohamed Idrissou. Idrissou. Und Sanogo, nicht Sanogo. Und Rob Friend.
Rob Friend kam dann am letzten Tag, das war dann ein bisschen kurios. Das war das nicht auch so? Da hat doch unser aller Freund Armin Fee sich ein Shirt geliehen von Bruno Hübner, ja? Bei der Vorstellung. Sexy! Ja. Ja. Also, wie gesagt, abgesehen davon hat Bruno Hübner wirklich auch dafür gesorgt, dass die Eintracht ein stabiles Fundament im Laufe der Jahre bekommen hat. Insofern kann ich da auch wirklich nur meinen Hut ziehen. Wie gesagt, in der letzten Zeit wird es ein bisschen ruhiger, aber so ist es halt. Die Nummer mit Rob Friend und Idrissou hatte ich schon wieder total vergessen. Ja, schauen wir mal, was da jetzt passiert. Also, das wird ja sicherlich dann nochmal offiziell werden, wenn es dann soweit ist. Hat ja noch ein bisschen Zeit. Aber wir werden das Thema auf jeden Fall mal im Auge behalten, würde ich sagen. So Leute wie Schildenfeld auch geholt, ne? Also, da war oh echt. Oh Gott. Ja, wir lachen drüber. Wir lachen drüber. Aber der hat die Zweitligasaison komplett kreativ durchgespielt. Ja, also, stimmt. Ich will nur sagen, also da waren auch echt viele, viele ganz gute Transfers, ne? Über Idrissou hast du schon gesprochen. War ja auch ein geiler Transfer damals, meine Güte, was ein Typ. Also also für die Zweitliga waren wir da auf jeden Fall echt gut besetzt. Und das hing auch mit ihm zusammen. Und in den Folgejahren war halt er auch einer der Kreatoren, warum wir dann zwischenzeitlich wieder in den Europacup gekommen sind. Ne? Das darf man, ne? Also in dieser Zeit, als wir den Aufstieg mit Armin Fee geschafft haben, war er auch mit dafür verantwortlich, dass wir es geschafft haben, so wunderbare Reisen wie nach Bordeaux erleben zu dürfen. Ne? Also allein dafür bin ich ihm dankbar. Und das sind doch jetzt echt 10 erfolgreiche, wenn das 2021 beendet, 10 erfolgreiche Jahre innerhalb eines Konstruktes gewesen. Ich glaube, nicht jeder kann 10 Jahre beim gleichen Arbeitgeber vorweisen. Das ist korrekt. Ja. Idrissou spielt übrigens aktuell bei Viktoria Griesheim in der Hessenliga. Habe ich gerade eben nachgeguckt. Spielt noch Fußball. Sehr gut. Und ich ärgere mich immer noch, dass ich Idrissou und Sanogo. Sanogo wollte ich immer mal haben, aber das, naja, egal. Gut, machen wir weiter. Machen wir mal weiter, genau. Also wie gesagt, ich verlinke euch das Video. Wer sich das anschauen will, tut das gerne und hinterlasst doch mal einen lieben, netten Kommentar. Ja, gute Nachricht des Tages. Kostic steigt wieder ins Lauftraining ein. Hütter, ja, ich komme hier durcheinander. Er hatte ja bei der Pressekonferenz letzte Woche schon gesagt, dass es eigentlich ganz gut aussieht und dass er sich da immer wieder näher rankämpft. Jetzt, wie gesagt, seit heute offiziell, er ist wieder im Lauftraining. Also leichte aufkommende Hoffnung, dass man ihn vielleicht dann doch noch zum Ende des Jahres wieder tatsächlich für die Eintracht auf dem Platz sehen kann. Wäre auf jeden Fall eine coole Alternative nochmal, ja. So, und jetzt müssen wir über dieses Sonntagsspiel reden. Die Eintracht am Ende mit einem 1:1 gegen Köln. Wie war denn so eure Wahrnehmung zu dem Spiel? Am Anfang, also meine Erwartungshaltung vor dem Spiel war nicht allzu hoch. Am Ende hat es mich aber schon gewaltig geärgert, dass das nur 1:1 ausgegangen ist. Und es hätte mich aber auch ehrlicherweise, ich glaube, da ist man auch erfahren genug als Eintracht-Fan, am Ende hätte es mich wahrscheinlich auch nicht gewundert, wenn wir das Ding irgendwie in der 93. Minute noch verloren hätten. So sackdämlich, wie wir uns da über diese 90 Minuten irgendwie angestellt haben. Was ist denn so euer Gedanke zu dem Spiel? Patricia, was hast denn du, wie hast du das gesehen? Ja, also René sagt es schon ganz richtig, man hätte sich jetzt nicht gewundert, wenn das in die Hose gegangen wäre. Deshalb geht man ja eigentlich auch schon mit so einem Gefühl in die Spiele, dass man sagt, okay, das ist jetzt Köln, eigentlich eine der sehr, sehr schlecht gestarteten Mannschaften dieser Liga. Und die Eintracht ist sehr, sehr gut gestartet. Und man denkt sich so, eigentlich bist du der Favorit und eigentlich gewinnst du das auch locker. Ja, ist dann nicht passiert. Ja, mit all diesen Argumenten ist es eigentlich dann so ein Spiel, was wir am Ende, wo wir 5-0 auf den Sack kriegen. Genau. Ja, nee, eigentlich ist es so einfach dieses ärgerliche Spiel, wo du dir denkst, naja, man hat dann schlecht gespielt und irgendwie hat man dann am Ende auch irgendwie unentschieden gespielt oder halt einen ärgerlichen Siegtreffer aus Kölner Sicht noch kassiert. So war es ja dann auch. Ich habe einmal was getwittert und habe dann geschrieben, wir haben verloren und habe es dann schnell gelöscht, weil es sich angefühlt hat, als hätten wir dieses Spiel verloren tatsächlich. Die Eintracht hat halt de facto nicht gut gespielt, aber halt immer noch besser als Köln, muss man mal sagen. Also man war schon die dominierende Mannschaft, hat aber dann halt nicht gereicht, wenn man sich kaum zwingende Chancen erspielt.
kann man dann halt auch nicht erwarten, dass man Köln 3-4-0 abschießt, was eigentlich drin gewesen wäre vom Potenzial her. Eine Sache dazu auch gleich, was mich gewundert hat, war, unter anderem hat der Kicker Kamada mit einer 2 bewertet, ne? Note 2. Ich fand gerade Kamada, klar, er hat wirklich gute Ansätze und so weiter, aber der hat mich in dem Spiel wahnsinnig gemacht. Ja, mich auch. Es waren ganz viele Situationen dabei, wo ich gesagt habe, wow, das war jetzt wirklich wieder, klar, er hat den Elfmeter rausgeholt, ja, das ist in Ordnung. Es waren auch wirklich, er hat sich ja bemüht, aber es waren gerade so diese letzten, ich sag mal 5%, die oft dann super Chancen komplett in den Sand gesetzt hat. Ich glaube, da hat er dann, das war einfach unglücklich, da hat er dann den Ball wirklich gar nicht mehr aufs Tor gebracht. Da hat man schon gedacht, oh Mann, das hätte jetzt eigentlich sichere Tor sein müssen. Ich glaube, das war Anfang der zweiten Halbzeit. Dieses Luftloch, was er da in der 52. getreten hat, ja. Also da bin ich wahnsinnig geworden. Da waren doch, und ich bin ja, ich mag es normalerweise nicht Einzelkrieg, aber das war für mich, ich kann diese geniale Bewertung und dann auch teilweise wird ja geschrieben, oh, hier Kamada wieder Überflieger und so weiter. Da kann ich wirklich nicht nachvollziehen, weil das wirklich sowas ist. Das ist in so einem Spiel hast du natürlich einige Chancen, aber da wurden so viele verplempert und leider auch oft mit Kamada, der wirklich meiner Meinung nach teilweise ein sehr unglückliches Spiel gemacht hat. Also nur, habt ihr das auch so gesehen oder fandet ihr, geht ihr eher mit dem Kicker mit und sagt, jawohl, nee, sehen wir auch so, dass der auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel gemacht hat? Klassische Antwort, sowohl als auch. Live während des Spiels hat er mich mindestens genauso aufgeregt wie dich. Ich weiß gar nicht, wie oft ich hier rumgebrüllt habe, nur wegen dem Kerl. Rückwirkend betrachtet, er war halt schon in viele Offensivaktionen beteiligt und hat da auch viel richtig gemacht. Also ich glaube schon, dass er wichtig war für das Spiel und dann ein ganz ordentliches Spiel abgeliefert hat. Was aber halt einem einfach im Gedächtnis bleibt, sind halt diese Momente, wo er es halt einfach, sagen wir es mal so ganz knallhart, wo er es verkackt hat. Oder wo er halt einfach, nachdem er zwei Spieler irgendwie umtrippelt hat, was er echt gut gemacht hat, dann meint, ach komm, den dritten nehme ich auch noch mit und trage den Ball ins Tor. Und das sind so die Momente, wo man denkt so, Gacinovic, ich höre dir trapsen. Also, das hat einen dann schon irgendwie aufgeregt. Aber er ist kein schlechter Spieler, das kann man so nicht sagen. Also nur mal ganz kurz, ne? Ihr wisst ja schon, dass einfach noch 10 andere Spieler auf dem Platz stehen. Ne? Wenn Kamada einen schlechten Tag hat, gibt es immer noch gegen eine erbärmliche Mannschaft aus Köln, die jetzt den ersten Punkt gegen die Eintracht geholt hat, gibt es immer noch andere Spieler, die vielleicht auch eincashen könnten. Ne? Ja, mal, das ist halt genau der Punkt. Ich mag diese, ich verstehe die Zentrierung, die ist mir, kommt mir auch bei Fußball 2000 ja immer wieder unter die Füße, mehr oder weniger. Ich kann es auch verstehen, dass man gerade mit einem Spielertyp, der eine gewisse körperlose Haltung hat wie Kamada, das ist ja manchmal so, dass du nicht denkst, okay, der ist jetzt hier gerade so präsent, wie es aber natürlich ist der Vergleich zu Gacinovic, den du eben vollkommen richtig angetan hast, der denke ich auch richtig. Ja, aber das sind halt diese Spielertypen und wir haben halt auch nicht das Geld, dass wir sagen können, wir haben jetzt, und ganz ehrlich, am Ende wird uns auch manchmal Messi einfach ärgern. Das hört sich jetzt auch blöd an, aber weil der auch, der wuselt auch oft genug rum, dass du denkst, was ist denn hier los mit dem so, ja? Das kommt halt immer drauf an. Ich denke, dass er noch an sich arbeiten muss und es war definitiv kein Spiel, wo er eine 2 verdient hat, von dem, was ich aber nur, und das muss ich auch sagen, ich habe das Spiel ja nur in Auszügen jetzt gesehen, nur mäßig beurteilen kann. Aber ich will nur sagen, ja, selbst wenn Kamada, der jetzt vielleicht ein schlechteres Spiel gemacht hat, und vielleicht brauchen wir da gar nicht nur zu sehr auf diese Einzelbewertung gehen, aber am Ende des Tages ist es halt so, es gibt halt einfach noch andere Spiele, die halt für sich genommen auch das Spiel entscheiden hätten können. Und da kann ich den Ärger viel eher verstehen, weil der Gegner einfach am Ende nicht so wirklich gut ist. Ja, das stimmt. Ich finde mit deinem Vergleich Kamada Gacinovic hast du vollkommen recht. Nur dass für mich Kamada der Gacinovic in gut ist. Ich meine, das hast du jetzt auch im Spiel gegen Hoffenheim gesehen. Da hat Gacinovic auch wieder so eine Torgefahr von 0 ausgestrahlt. Und das ist bei Kamada einfach eine andere Nummer. Klar, ja, bleibt er auch bei jedem zweiten Dribbling hängen, aber es kommt halt in 10 Fällen auf einmal eine geile Aktion zustande. Und ich glaube, das genau das, was du sagst, das gehört einfach in dieses Spiel dazu, dass du einfach 9-mal sagst, oh, Kamada, und beim 10. Mal ausspringst und schreist, yeah, Kamada. Und für die Momente lohnt sich's einfach. Also ich bin kleiner Fanboy von ihm. Ja, tatsächlich ist bei mir ähnlich. Also ich habe das auch so ein bisschen so gesehen mit diesem Vergleich. Ah, Mädchentyp. Ja, scheinbar ja. es ist halt so ein bisschen,
dass man mit Gacinovic ja auch sehr viel Geduld hatte. Und ich finde das dann auch ein bisschen verfrüht, wenn du jetzt auf Kamada drauf gehst, so früh in der Saison. Hast du recht, ja. Dass ja. man dann sagt, okay, das reicht mir nicht oder ach, das ist der neue Gacinovic. Ich weiß nicht, also mit Gacinovic hatten wir jahrelang Geduld. Ich glaube, dann darf man das auch Kamada so ein bisschen eingestehen. Klar, man darf auf jeden Fall kritisieren, wenn er jetzt mal wieder zu verspielt ist oder irgendwie hier sich einen zurecht dribbelt und dann den nächsten noch mitnehmen will und dann den Ball vertändelt. Natürlich regt das auf und natürlich darfst du das auch kritisieren. Finde aber trotzdem auch, wie Alex gesagt hat, da kommen schon echt sehr viele gute Aktionen auch bei raus. Und das macht dann auch Freude. Und das ist ja eigentlich auch genau, was wir uns gewünscht haben. Also ein Spieler, der sich was traut, der nach vorne Ideen hat und die auch versucht umzusetzen. Weil wo kämen wir denn hin, wenn keiner irgendwas versucht? Dann haben wir halt wieder diese langen Bälle und können halt sonst nichts. Das ist ja, Kamada hat einfach heute schon das Zehnfache an Scorerpunkten, wie Gacinovic über Jahre hatte. Und der war, also mit dem, na, hast du schon recht gehabt, da waren wir wirklich sehr geduldig. Ja, das stimmt. Und Marvin hat einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Da waren ja noch wesentlich mehr Spieler als nur Kamada auf dem Feld. Und auch die waren ja an dem Tag nicht wirklich, sagen wir mal, solide oder konstant oder wie auch immer wir es da am Ende nennen wollen. In der ersten Hälfte viel zu wenig, wirklich zwingende Chancen rausgespielt und in der zweiten Hälfte ist man zwar besser geworden und hat dann gefühlt auch versucht, dann irgendwie da dieses 2-0 dann zu machen, was ja auch zwingend notwendig gewesen wäre, hat aber gefühlt auch so nach 15, 20 Minuten das wieder so ein bisschen schleifen lassen und hat dann wieder Köln unnötig in das Spiel gebracht. Warum an dieser Stelle dann aus diesem Freistoß ein Tor geworden ist, das ist mir bis heute noch vollkommen unklar. Kann mir das einer erklären? Offenbar nicht. Also erstens, warum dieser Freistoß an dieser Stelle, dieses Foul und warum dann so total frei der Spieler die da die Zuordnung in der Mitte im Endeffekt nicht gestimmt hat, ja, das ist eine gute Frage. Verstehe ich bis heute gut, nicht. Du hast ja gesehen, im Endeffekt, ich glaube, Rode und Ilsanker sind dann auch nicht so richtig zurückgelaufen. Es ist natürlich schade, das war dann wirklich, Marvin, du hast da was Schönes gesagt, die Gesamtmannschaft hat nicht so richtig funktioniert. Für mich stellt sich natürlich an der Stelle, warum hat die nicht funktioniert? Und eigentlich waren es dann so Kleinigkeiten im Spielaufbau und das macht mich dann halt verrückt, wenn du siehst, oh, da könnte jetzt eine geile Chance draus werden und dann wird so der Ball vertändelt oder es kommt dann zu so einem sinnlosen Pass und das war in meiner Wahrnehmung, deshalb, ich will hier auf keinen Fall ein Kamada-Bashing betreiben. Es hat mich nur irritiert, dass hier der Unterschied zwischen der Bewertung bei Kicker und meiner Wahrnehmung, ich hätte gesagt, naja, vielleicht eine 4 oder wenn du es gut meinst, eine 3 und dann kam eine 2, das ist einfach für mich überraschend gewesen. Deshalb, aber ihr sagt ja selbst auch, er ist ja nicht schlecht, aber weil es Dennis, macht wir waren lang weil genug, diese Chancen. Ja, aber Dennis, Chance, wir waren lang ja. genug gemeinsam in der Schule und da hast du auch manchmal Noten bekommen, die ich nicht verstehen konnte und ich auch Noten bekommen, die ich nicht verstehen konnte. Das ist richtig. Das hätten wir jetzt gerne genauer erklärt. Was für Noten und warum? Ja, da waren schon einige, die auch sehr, sehr berechtigt waren in der Nacht. Ja, da wollen wir jetzt nicht sprechen. Du fängst jetzt mit Chemie an. Ja? Ich glaube, da haben wir beide schon gut was geleistet, wenn man das so sagen kann. Okay, nein, aber hast du völlig recht. Es ist natürlich auch hier wieder sehr subjektiv. Auf der anderen Seite, das hat mich halt wahnsinnig gemacht. Und ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, inwieweit das System, und da habe ich so ein bisschen Angst, das ist ja einfach nur die Frage, inwieweit so ein System dann auf dem Kamada, welche Rolle übernimmt er dann in so einem Spiel? Und ich fand, das macht er eigentlich ja schon oft gut auch, diese Verteilerposition, dass er versucht, da ein bisschen Schwung reinzubringen. Patricia, du hast, glaube ich, gesagt, der versucht mal was. Das finde ich prinzipiell gut. Es wird aber natürlich wahnsinnig und ich weiß nicht, warum das in dem Spiel insbesondere so nicht funktioniert hat. Auch die Reihen, die waren dann teilweise so extrem breit. Da waren dann mal von unserer Abwehr bis zu den Sechsern, hast du erstmal einen riesen Raum gehabt, der überhaupt nicht besetzt war, weil alle nach vorne sich bewegt hatten. Die Abstimmungen haben da nicht gepasst. Keine Ahnung warum. Und das ist oft entstanden, zumindest in meiner Wahrnehmung, wenn im Endeffekt so ein dämlicher Ballverlust war, weil wieder zu lang rumgespielt wurde oder dann sich so festgelaufen wurde, dann der Pass trotzdem noch gespielt und dann war er weg. Dann ist daraus wieder ein Gegenstoß entstanden. Ich weiß nicht, ob das System einfach, ja, das natürlich hat die Mannschaft generell nicht funktioniert, aber für mich stellt sich natürlich an der Stelle die Frage, warum war die Einstellung im Endeffekt, was war die Vorgabe auch vom Trainer,
Weil du, Marvin, hast vorhin, glaube ich, gesagt, ich war super enttäuscht, dass wir gegen Köln, die wirklich eine Rumpel-Einstieg in die Saison gemacht haben, da nicht viel dominanter auftreten. Die erste Halbzeit, die war ja zum Kotzen. Du konntest ja kaum angucken, hast ja kaum Chancen erspielt. Das war ja wirklich Wahnsinn. Hat man in der zweiten Halbzeit hat man sich gefreut und dann kommt so ein Mist bei rum. Also ich bin einfach unzufrieden, mich ärgert's und ich verstehe im Endeffekt, ich habe das Spiel am Anfang, habe schon gedacht, ach, das gewinnt die Eintracht ja sicherlich. Hätten wir ja eigentlich schon selbst an den Kopf greifen müssen, weil eigentlich die Eintracht nie so Spiele gewinnt, dass es dann am Ende so ist. Ich gucke so ein bisschen in ein leeres Loch. Ich denke mir, warum ist das jetzt so gewesen? Ich kann es mir irgendwie nicht erklären, weil wir ja eigentlich, ja, die Spieler, prinzipiell ist ja keiner in so einem richtigen Formtief. Klar kannst du dann wieder sagen, okay, vielleicht wenn Kostic noch ein paar Akzente auf links hätte bringen können. Zuber hat das aber ganz in Ordnung gemacht und auch die Flanken gefallen mir eigentlich ganz gut. Touré auf der anderen Seite genauso. Kann man auch sagen, ja, waren einige gute Flanken dabei, die dann vielleicht nicht verwertet wurden. Aber ich verstehe einfach nicht, warum wir hier jetzt stehen und reden über ein 1-1 gegen eine Mannschaft, die wirklich eigentlich momentan nichts auf den Rasen bringt. Und das ärgert mich einfach. Ich weiß nicht, keine Ahnung, sorry. Ich habe so viele Punkte gerade in deinem Monolog gehabt, die ich gerne eingeworfen hätte. Ich versuche mal vorne anzufangen. Kamada. Ich finde, das Positive an dem Spiel, was man da auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist, dass Kamada in der Lage ist, was zu probieren, was manchmal gelingt, aber dass wir auch Alternativen dafür haben, weil es wurden Younes und Barkok eingewechselt und ich fand, beide haben sich sehr gut geschlagen. Die beide für mich zum einen Alternativen auf der Position von Kamada sind. Younes zudem ist eine Alternative auf der Zuber-Kostic-Position. Ich finde aber auch, dass ein Barkok, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem zweiten Punkt, wo du gesagt hast, die Abstände zwischen den Reihen werden so groß. Ja, Barkok wäre eine optimale Alternative gewesen, auch für einen Ilsanker. Weil, wenn du mit Rode und Ilsanker auf der 6 spielst, hinten mit Hinteregger, Abraham und Hasebe, dann hast du so ein zerstörerisch defensiv ausgerichtetes, ja, defensives Mittelfeld Innenverteidigung, wo wenig, ich nenne es mal spielerische Klasse drin ist. Ja, und wenn du zu einem Rode jemanden stellst wie ein So oder meinetwegen auch ein Barkok, dann hast du mit einem, ja, also ich glaube, dann spielen die zwei Sechser vielleicht eher in einer Sechser-Achter-Rolle. Also einer ein bisschen defensiver, einer ein bisschen offensiver. Und da hätte ich gerne Rode in der defensiveren Variante, der hinten der Abräumer ist, und nicht als den kreativen Kopf, weil ein Ilsanker ist es definitiv nicht. Und da gefällt mir die Kombination aus so zwei Kampfmaschinen nicht. Ja, ich glaube, dem entgegenstehend ist aber die Situation, dass du in der Innenverteidigung einen Hinteregger und einen Abraham hast, die auch sehr oft den Weg nach vorne gehen und du dann halt einfach diese zwei defensiven Sechser brauchst, um da hinten dann wirklich auch mit drei oder vier Mann agieren zu können, weil halt ständig einer von den beiden A, relativ weit außen ist oder halt eben sehr weit vorne. Naja, aber das kannst du ja durch eine kleine Ansage relativ schnell in den Griff kriegen. Ja, ich sag ja nur, das musst du dann halt auch tun, weil so wie wir das System momentan haben, hättest du dann sehr viel Offensivkraft und hättest in dem Moment sehr wenige, die da hinten zur Absicherung sind und dann machst du Lücken auf, die du auf gar keinen Fall haben willst. Naja, aber du hast halt, also meiner Meinung nach müssten halt die hinten auch für die Absicherung sorgen, die dahin gehören. Und das sind halt Hinteregger, Abraham, Hasebe, Rode. So, und der Rest, der möge sich bitte darum kümmern, das Spiel nach vorne aufzubauen und zu lenken. So, ja, das musst du halt deine Ausrichtung, dein System dementsprechend dann halt einstellen. Das ist halt die Notwendigkeit. Prinzipiell würde ich dir durchaus folgen. Ich glaube schon, dass Barkok da durchaus auch nochmal so ein bisschen Kreativität in das Spiel und auch in den Aufbau bringt und auch gerade nochmal auf den von uns heute sehr oft angesprochenen Kamada vielleicht nochmal so ein bisschen eine positive Auswirkung hat, weil er halt weiß, ich habe nochmal einen dahinter, der vielleicht auch nochmal so ein bisschen Übersicht hat und mir so ein bisschen da mich so ein bisschen unterstützt, was den Aufbau und das angeht. Ja, oder zumindest mal so. Also, dass halt ein bisschen mehr Klasse statt Kampf ins Mittelfeld kommt.
Aber also jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, ich finde den Ansatz gut, aber kann es sein, dass wir uns mittlerweile wieder zu so einem Team etablieren, das gegen gute Gegner gut spielt und gegen mittelmäßige nicht die maximale Punkteausbeute holen? Wir haben jetzt halt zweimal, wir haben gegen Bielefeld, da habe ich mich sehr drüber geärgert, Köln jetzt auch. Aber also ich weiß nicht, ist es, geht es gerade schon wieder in die Richtung? Es, ja, geht, oder? Es geht so ein bisschen in die Richtung. Ich meine, da passt auch ganz gut das, was die Alex vorhin gesagt hat, dass du ja eigentlich mit den Leuten zusammenarbeiten willst, die halt auch was auf dem Kasten haben. Zum einen, weil es dir halt selbst hilft, aber zum anderen, weil du auch jemanden hast, an dem du dich so ein bisschen orientieren kannst, so ein bisschen messen kannst. Und das Gleiche trifft aus meiner Sicht hier auch zu, wenn du einen Gegner hast, der auch von sich aus versucht, so ein bisschen das Spiel zu machen, der so ein bisschen mitspielt, wo du halt auch einfach merkst, von wegen, ey, ihr läuft so ein bisschen so eine kleine Challenge ab, wir können hier so ein bisschen uns so gegenseitig so ein bisschen pushen, dann liegt es, glaube ich, der Eintracht-Mannschaft momentan eher, als jetzt so eine Mannschaft zu haben, wo du sagst, ey, lass die mal kommen oder wir versteifen uns aufs Kontern oder wir halt komplett alleine darauf angewiesen sind, das Spiel zu machen, dann sind wir so ein bisschen ja, gehemmt, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber irgendwie fühlen wir uns in dieser Situation nicht wohl. Ja, absolut. Also das Ding ist halt auch, dass wir ja viel von der Eintracht auf Pressing ausgerichtete Situationen sehen. Und ich weiß halt nicht, was dir das bringt, zu pressen, wenn der Gegner nichts macht. Also da kannst du dagegen anrennen, wie du willst. Das passiert, also am Ende schießt der Gegner halt einen langen Ball nach vorne. Und du hast nichts gewonnen, außer dass du dich da irgendwie aufgerieben hast. Ja. Letztendlich ist es dann auch so, dass du dann selbst versuchst, das Spiel zu machen. Und dann hat man eben diese Situation, die auch alle so verrückt gemacht haben, dass halt ein Ball verloren wird. Und dann hat der Gegner aber wiederum genau das, was er braucht, und zwar die Chance zu kontern. Und ich glaube, deswegen liegt uns das halt absolut gar nicht momentan, gegen schwächere Mannschaften zu spielen. Sehr guter Punkt. Da muss man halt wirklich irgendwie was finden, irgendeine andere Spielausrichtung, wie man an solche Gegner rangeht. Weil wir bespielen die ja ähnlich wie starke Gegner. Und das kann es nicht sein. Also das funktioniert ja offensichtlich schon länger nicht. Das Problem ist ja eigentlich auch schon altbekannt. Es ist ja nicht, als wäre das die letzten Saisons nicht auch so gewesen. Mhm. Ja, also das ist ein guter Punkt. Also wir haben da den Schlüssel noch nicht eindeutig gefunden. Ne? Wir sind auch relativ früh in der Saison. Vielleicht arbeiten wir daran, vielleicht ist es auch wahrscheinlich. Und ich glaube, vielleicht ist die Verbindung oder der Schlüssel dahin genau die Punkte, die wir hier im Einzelnen angesprochen haben. Vielleicht ist der Schlüssel, dass ein Kamada noch mal eine Stufe draufpackt. Ja, genau, dass er dauerhaft dieser Key Factor sein kann. Was wir ja im Sommer ein bisschen gesprochen haben, also da gab es ja immer wieder die Diskussion, ist Kamada schon der Zielspiel? Ist er schon der Go-To-Guy bei der Eintracht? Und dann ist mein Fazit, nein, ist er tatsächlich noch nicht, aber er kann sich dahin entwickeln. Und wenn wir vielleicht diese Saison jetzt auf Strecke jetzt gehen mit ihm, vielleicht wird er genau zu diesem Spieler, der halt der Unterschiedsspieler werden kann. Ne? Und dann können wir vielleicht auch gegen diese Mittelmaßgegner, die dann vielleicht einen trotzdem leicht verbesserten Tag haben, wie es Köln war, weil die hatten nicht mehr ganz so einen beschissenen Tag wie die Spiele zuvor, aber es war immer noch nicht wirklich gut, ja. Vielleicht kriegen wir das dann wieder hin, ne? Aber man muss auch sagen, und am Ende darf man es auch nicht vernachlässigen, wir kennen auch unsere Eintracht und die hat so Spiele halt aber auch schon am Ende 2-1 verloren, ne? Und da ist es dann auch wichtig, dass du in gewissen brenzligen Situationen, gerade als die Druckphase der Kölner passierte, dass du dann irgendwie mit jemandem wie Trapp dann tatsächlich noch einen sicheren Hinterhalt, sage ich schon, sichere Person in der Rückhand hattest. In der Rückhand ist auch, ihr wisst, was ich meine. In der Rückhand, Tennis oder was, ja. Ein Rückhalt, keine Rückhand. Meine Güte, ja, genau. Genau. Und dann hätte er schlimmer laufen können auch. Ja, ja, ist richtig. Aber da ist das nicht mit eurer, Marvin, auch zu auf deinen Punkt nochmal aufzugreifen, die Position Ilsanker ist doch dann hier gegen einen starken Gegner, verstehe ich das noch, wenn du so einen Zerstörer da reinsetzt und so weiter. Aber dann ist doch die Frage, warum spielt dann nicht ein Barkok, ein Chor oder ein So? Selbst ein Chor ist doch hier eigentlich ein bisschen kreativer und kann vielleicht ein bisschen mehr, ich sag mal einen Ball in eine Schnittstelle spielen. Mit dem Ilsanker, das ist oft wirklich, ich will einfach das Spiel zerstören. Und dass das die Taktik gegen Köln ist. Ja. Und Marvin, du hast es richtig angesprochen. Die kommen her und konnten kaum gescheit gegen Ball treten. Ja. Und dann ist das doch wirklich, das verstehe ich dann wirklich nicht. Also diese, ich verstehe es ja auch. Und ich verstehe es auch, ich finde es wichtig, dass wir auch darüber sprechen, weil du hast eine Personalie angesprochen, über die würde ich wirklich noch mit euch sprechen. Weil ich schon das Gefühl hatte, jemand, der in der Vorsaison auf Biegen und Brechen durchgeschleppt wurde und sich dann gegen Ende der Saison auch echt gut entwickelt hat, wie Chor, spielt aktuell in dieser
der Mannschaft keine Rolle. Ich finde diese Bewertung, also und diesen krassen Wandel schon heftig. Oder bin ich da wirklich alleine auf weiter Flur oder nee, wie bewertet du, ihr das? Bist du nicht? Ja? Es gibt auch gerade eine Frage vom Harry im Chat. Er schreibt, woran liegt es, dass Hütter nur auf Ilsanker setzt und scheinbar in zweierlei Maß misst? Ilsanker und letztes Jahr So hatten dutzende Chancen trotz schwächerer Spiele. Ein Chor im Besonderen und dann Danny da Costa sind dagegen gefühlt sofort raus nach einem schlechten Spiel. Ich würde die vier Spieler ein bisschen unterschiedlich bewerten. Also So ist einfach jemand, der letztes Jahr dazukam, der sein erstes Jahr in der Bundesliga hatte, der viel Spielzeit bekommen sollte und sich entwickeln sollte. Warum das jetzt in seinem zweiten Jahr, wo ja eigentlich der Sprung kommen müsste, wenn er kommt, hinten angestellt wird und er gar keine Chance mehr bekommt, check ich nicht. Danny da Costa, weiß ich nicht, der scheint irgendwas, also warum der außen vor ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Und gerade Chor, auf dem ich letztes Jahr so unsagbar krass rumgehauen habe, ist heute tatsächlich oder hat in den letzten Spielen einfach gezeigt, dass er deutlich mehr auch zu leisten imstande ist. Ne? Und Ilsanker ist halt für mich, ja, also der wäre momentan in meinem Kader nicht drin. Und er macht es ja auch nicht schlecht, darum geht's ja nicht. Ne? Es geht nicht darum, dass er schlecht macht, aber ich gehe trotzdem mit und ich finde den Punkt einfach gut, Dennis, dass du ihn angesprochen hast, dass gerade gegen eine schwächere Mannschaft eine kreative Option in diesem Mittelfeld durchaus eine Option sein kann. Und da gehe ich selber und sage, ja, warum nicht So? Und du kannst dir immerhin noch auswechseln, ist ja kein Problem. Aber probier's doch mal mit So oder probier's halt, ja, Chor ist, wie gesagt, mir kommt Chor aktuell und ich war ja selber nicht der größte Freund, aber mich erschließt sich diese krasse Anti-Haltung jetzt einfach gegenwärtig nicht. Und das ist ja durchaus auch gut. Wir haben ja weniger Spiele jetzt in dieser Saison. Wir müssen sehen, dass wir diese Spiele noch bei Laune halten, dass wir ihn vielleicht mal auch mal wieder reinbringen, dass er seine Leistung vielleicht zeigen kann. Und wenn es dann nicht funktioniert, kann man immer noch was anderes machen. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, als würde jetzt, bei allem Respekt, Ilsanker macht es gut. Kein No Pun Intended gegen Ilsanker. Der spielt seinen Stiefel gut runter. Aber ist jetzt auch nicht so, als würde er der spielentscheidende Faktor für einen potenziellen Sieg gegen Köln sein. Und das ist halt auch genau der Punkt. Ja, das müsstest du ja dann eigentlich auch von außen erkennen, dass du das, okay, die Variante mit so zwei defensiv zerstörerisch orientierten Spielern da auf der Position bringt uns nicht weiter. Wir müssen mehr Offensivakzente setzen, um eben da nachzulegen, um dieses 2-0 zu setzen. Und da verstehe ich halt nicht, dass man da zu dem Zeitpunkt nicht gewechselt hat. Also hätte man ja meiner Meinung nach auch erkennen müssen. Ich sag mal, wenn wir als ambitionierte Laien das erkennen, müsste ja ein Trainerteam das noch viel früher erkennen. Genau, das ist es. Und wie gesagt, und ich meine, Alex hat ja auf jeden Fall den Herrn So angesprochen, der seine erste Saison bei der Eintracht hatte, der war ja davor schon mal in Gladbach und da hat man ja auch gemerkt, dass die Bundesliga-Konsistenz halt nicht so dauerhaft bewiesen werden kann. Dann hat er bei uns dieses schwierige Jahr für ihn aber einigermaßen ordentlich bestritten und dann muss man ihm auch mal wieder diese Möglichkeiten geben, ne? Und vielleicht auch einfach vorher. Und das, wie gesagt, also das sind so Punkte, aber was man ja auch positiv festhalten kann, auf einer anderen Ebene ist jemand sehr, sehr wohl zu einem Vorteil gereicht und was ich sage, war ein guter Wechsel von Zuba raus hin zu Younes, Patricia. Der hat dann ein ganz ordentliches Spiel gemacht, ne? Ja, fand ich sehr, sehr gut. Also hat sehr, sehr belebende Elemente einfach ins Spiel gebracht. Und was ich auch glaube, was wahrscheinlich schwer umzusetzen ist, außer Younes spielt halt, wie gesagt, auf dieser Zuba-Position, dass das auch Kamada ganz gut tut, wenn dann noch einer im offensiven Mittelfeld ist, der selbst auch ein bisschen kreativ ist und die Initiative ergreift, weil dann halt nicht alles auf ihm lastet, weil manchmal wirkt er auch ein bisschen verloren, wenn er jetzt nicht unbedingt Silva direkt hat, den er irgendwie, wenn er nicht diesen letzten Pass spielt, stimmt, der ja oft auch gut ist. Also man merkt schon, Kamada will diesen letzten Pass gerne spielen. Stimme ich zu. Und wenn er den aber nicht spielen kann, ist er ein bisschen verloren und da ist es dann halt, glaube ich, tut ihm ganz gut, wenn da noch ein Younes ist, auf den er vielleicht noch ablegen kann, der dann irgendwie diese Aktion weiterführen kann, dem ich das auch absolut zutraue. Also ich bin sehr, sehr, sehr positiv überrascht, dass er schon so nah an der Mannschaft ist, dass er jetzt auch schon scheinbar eine Alternative ist. Wahrscheinlich von der Fitness vielleicht noch nicht über die volle Zeit, aber dass er halt als Joker kommen kann, ist ja sehr, sehr gut. Und hat man ja auch gesehen, da war direkt plötzlich wieder so ein Leben im Team, was irgendwie schon so ein bisschen in den Seilen gehangen hat nach diesem Ausgleich. Hat mir gut gefallen und freue mich auch drauf, den weiterhin dann noch zu sehen.
Ja, geil. Das ist der Erfinder der Doppel-10, nachdem die Doppel-6 ja mittlerweile schon ein alter Hut ist. Ja, ja, komm, also wir brauchen keine Defensive mehr, wir gehen jetzt all in offensiv. Genau. Geil, habe ich Bock drauf. Wie wir früher irgendwie einen Torwart und 10 Sechser auf dem Feld hatten, haben wir in Zukunft irgendwie einen Torwart, 2 Stürmer und der Rest alles nur noch 10er. Ich sehe es schon kommen. Und Hinti in den Sturm auch noch. Genau, wird alles auf die 10 umtrainiert, außer Hinteregger, der darf wieder Mittelstürmer spielen. Ja, eben, deswegen dieses 2-10er-Modell halte ich wahrscheinlich in der Praxis für nicht möglich, aber gut, wenn er halt die linke Position, solange Kostic noch nicht fit ist, besetzt oder halt zumindest als Joker für Zuba kommt oder so, ist das auch schon mal eine gute Sache. Ein Problem, was ich darin sehe, ist, er ist technisch wirklich super. Also es hat mir wirklich gut gefallen, die technischen Ansätze. Aber von der Fitness oder der Geschwindigkeit, ich erinnere mich da an 1-2 Szenen, wo er dann ein Kölner Spieler hinterhergehetzt ist, der Kölner Spieler ballführend und er immer mehr Meter verloren hat. Also da hoffen wir mal, dass da noch ein bisschen, ich sag mal, durch Training etwas mehr Fitness reinkommt. Weil sonst sehe ich das etwas schwierig, diese Position super, ich sag mal, die Kostic-Position besser gesagt, ja eigentlich, die Linksaußen, da musst du ja eigentlich die ganze Zeit hin und her rennen. Und deshalb finde ich schon, dass er eigentlich mehr in dieses zentrale Mittelfeld muss, Kamada, die Position, weil dieses Hin- und Herhetzen und wie man es so schön sagt, die Flanke hoch und runter zu rennen, ich glaube, das ist nicht wirklich seine Paradedisziplin. Aber technisch muss man wirklich sagen, das, was du, ich weiß gar nicht, Patrizia, du hast, glaube ich, gesagt, dieser letzte Pass, der vielleicht so nicht direkt zu spielen ist, aber wenn du dann Younes tatsächlich hast, der auch diese Technik hat, um dann nochmal eventuell als Abnehmer, als Zwischenabnehmer den Ball als Steckpass zu spielen, kann uns sehr viele Optionen vorne bringen. Muss man natürlich gucken, tatsächlich ist der Kader, wird spannend, wer dafür dann rausrotiert. Auch von der Ausstellung her, wie gesagt, mit einer Viererkette würde ich mir da weniger Sorgen machen mit diesem Dreier-Fünferkette-System und links dann Younes, puh, also das bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, weil ich glaube, dafür ist er einfach nicht schnell und nicht fit genug, zumindest momentan, kann sich ja alles noch ändern. Kann sich alles noch ändern, aber ja, vielleicht, also wie gesagt, man sollte ihm auch nicht zu viel aufbürden momentan, das ist wichtig und gut, dass er reinkommt dafür, dass er jetzt so eine Leistung gebracht hat, wie ich das jetzt auch nach allem Vernehmen nach gelesen habe, ist es auf jeden Fall ein guter Start und daran muss man weiterarbeiten, ne? Also ich glaube, ne, wie gesagt, genau. Ist auch gerade für jemanden wie Younes erstmal wichtig, dass das Vertrauen ihm gebührt und dann gucken wir, wie es weiterläuft, aber klar, er sollte jetzt nicht derjenige sein, auf dem wir all die Hoffnung projizieren, sondern das können schon die Leute machen, die jetzt schon länger im Verein sind. Ilsanker zum Beispiel. Zum Beispiel. Genau. Ja, gut. Am Ende geht die Eintracht mit einem 1:1 aus diesem Spiel raus. Ich würde aber trotzdem sagen, wenn man mal so auf den Gesamtsaisonstart guckt, 4 Spiele, 8 Punkte. Nach wie vor würde ich sagen, durchaus solide, oder? Seht ihr das anders? Ärgert mich halt, dass wir gegen Bielefeld und Köln die Punkte haben liegen lassen. Das ist einfach Die Verteilung ist tatsächlich so ein bisschen merkwürdig. Im Vorhinein hätte man es wahrscheinlich irgendwie von der Verteilung her anders erwartet. Aber trotzdem 8 Punkte aus den 4 Spielen, meiner Meinung nach, mehr als... Ja. Alles prima. Ich bin persönlich sehr zufrieden. Sehr zufrieden wäre ich tatsächlich mit dem Sieg gegen Köln gewesen. Ich komme auch nicht so richtig damit klar, dass wir gegen so Mannschaften, wo ich einfach einen Sieg will, dass das nicht klappt, sondern gegen andere Mannschaften, wo ich es ganz nett finde, dass wir das dann gewinnen. Aber man muss halt auch einfach festhalten, vielleicht braucht die Eintracht noch ein bisschen mehr Kontinuität. Aber der Weg jetzt in diese Saison, der war einfach gut und wir haben jetzt auch schon länger nicht verloren. Du merkst keinen gravierenden Unterschied zwischen Heim und Zuhause. Das ist beides ähnlich stark. Das sind einfach Punkte, die mich zufrieden stimmen. Und es ist halt einfach eine schwierige, echt, echt schwierige Saison auch zum Reinkommen. Und dafür hat es die Eintracht bislang einfach gut gemeistert. Und das muss so weitergehen. Auf jeden Fall, die Diva ist zurück, würde ich sagen, oder? Auf dem Niveau gerne. Du hast richtig gesagt, du hast wirklich gesagt, die starken Mannschaften liegen uns mal wieder besser. Nein, das ist wirklich irgendwie seltsam. Aber gut, dann müssten wir ja im nächsten Spiel auf jeden Fall dreifach punkten. Ich wollte gerade sagen, so. Wenn wir jetzt hier über stärkere Gegner sprechen, dann schauen wir mal auf den nächsten Gegner. Wir dürfen am Samstag wieder auswärts ran, wobei das ja aktuell in der Situation irgendwie wenig Unterschied macht.
15:30 müssen wir ran gegen Bayern München, die morgen noch in der Champions League antreten müssen gegen Atletico, ebenfalls auch zu Hause. Also Reiseaufwand haben sie schon mal keinen. Müssen aber auf jeden Fall auf Serge Gnabry verzichten. Da kam nämlich schon die Meldung, dass der positiv auf Covid-19 getestet wurde und sowohl am Mittwoch als auch am Samstag ausfällt. Bringt uns das jetzt irgendeinen Vorteil, dass die morgen in der Champions League spielen müssen? Oder ist es eigentlich bei der Menge an Spielern, die die haben und Qualität vollkommen Latte? Nee, ich glaube nicht, dass das egal ist. Ich finde das sogar sehr, sehr praktisch, gerade für die Eintracht, dass Bayern ja nicht nur diese Woche, sondern nächste Woche sogar Champions League spielt. Dann auch schon wieder nach dem Eintracht-Spiel, spielen ja am Dienstag schon wieder. Und da müssen sie, glaube ich, sogar auswärts fahren zu Moskau. Moskau, Lokomotive Moskau. Alter Falter, ja. Und das ist halt schon eine Belastung und das sind halt drei Spiele in enger Taktung und irgendwann müssen sie auf jeden Fall rotieren. Und momentan sehe ich es halt so, dass sie eventuell sogar gegen die Eintracht rotieren, weil halt Atletico jetzt auf jeden Fall der stärkere Gegner ist und die Champions League für die Bayern ja auch der wichtigere Wettbewerb ist. Also die Liga, ob sie jetzt gegen die Eintracht verlieren oder Punkte lassen zumindest, ist jetzt, glaube ich, nicht ausschlaggebend. Am Ende werden sie trotzdem Meister. Auch wenn sie jetzt schon ein paar Punkte liegen lassen haben. Ich glaube trotzdem, die haben ja oft ihre Anfangsschwierigkeiten so mit der Liga und dann grooven sie sich noch ein und gewinnen die Liga mit Abstand. Wir kennen es ja alle. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie da so den ein oder anderen Spieler dann doch gegen die Eintracht schonen. Ja, ich finde, es ist auch ein guter Zeitpunkt, gegen die Bayern zu spielen. Also die waren nie anfälliger in der Defensive wie gerade. So viele Gegentore, wie die aktuell schon bekommen haben, haben sie, glaube ich, im ganzen letzten Jahr nicht bekommen. Dazu kommt, die haben eine enorme Belastung jetzt. Die hatten ja jetzt auch im DFB-Pokalspiel schon beliebige Spieler einfach draußen gelassen, nicht gebracht. Ich glaube, der Zeitpunkt ist gut. Wenn wir jetzt nach der Theorie wieder gehen, dass wir uns nur gegen die vermeintlich schwächeren Gegner schwer tun, dann kann das ein gutes Spiel werden. Ach Gott, ich hoffe schon wieder zu viel. Ja. Ja, kann ich aber verstehen. Geht mir ähnlich. Aber ich hatte gegen Köln schon gehofft, ne? Also mein Tipp war ein 3-0 für die Eintracht. So, und dann gehen wir mit einer 1-1. Ja, hatte ich. Da warst ich du nicht alleine. Hatte ich letzte Woche auch. Warst nicht alleine. Hast vollkommen recht, Alex. Aber am Ende, ich bin mal gespannt. Also ich meine, Gnabry, hat er nicht noch mit der Mannschaft trainiert? Also insofern ist das ja, angeblich, so eine Sache. Angeblich. Ja, wer weiß, ob da vielleicht noch der eine oder andere mehr ausfällt. Also ich will es niemandem wünschen. Ja, aber die ähnliche Gedanken hatte ich vorhin auch schon. Zum einen, du hast jetzt einen positiven Fall, der mit Sicherheit mit der Mannschaft jetzt noch mal trainiert hat. Gerade wenn die jetzt morgen in der Champions League spielen, wird da ja durchaus Training stattgefunden haben. Was ist denn mit Sané? Ist der eigentlich wieder fit? Noch nicht. Noch jetzt nicht. Bei uns könnte er eventuell wieder spielen gegen uns. Okay. Ja. So, die Frage ist ja auch, jetzt haben wir das erste Mal tatsächlich auch wieder Spiele mit internationaler Beteiligung. Bislang war das ja alles innerhalb dieses DFL-DFB-Kosmos mit einem sehr strikt ausgearbeiteten Hygienekonzept mit sehr vielen Testungen etc. Jetzt haben wir zum ersten Mal tatsächlich auch diese Thematik mit internationalen Matches, die in diesen ganzen Ablauf irgendwie eingreifen. Da weißt du ja auch nicht, wie das dann ausgeht. Also ich mache da noch so ein bisschen auch ein Fragezeichen tatsächlich an den Einsatz von dem einen oder anderen Spieler. Schauen wir mal, ja. Berechtigt, ja. Also ich auch. Und ich weiß auch sowieso nicht, also ich meine, das ist eine ganz andere Frage, die müssen wir uns diese Saison ja nicht wirklich in diesem Maße stellen, weil es halt einfach nicht so relevant ist, weil wir nicht international spielen. Aber ich bin auch mal gespannt, wie die ganze Saison so weitergeht, ne? Wenn Bayern und so durch die Wallerei hier tingeln, in Länder, in denen weniger kontrolliert wird oder auch getestet wird und so, und dann, ist der ein oder andere dann vielleicht doch infiziert und das schwächt ja auch für den kompletten Wettbewerb. Also ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Wir haben das jetzt bei Nationalmannschaften ja schon festgestellt. Aber für die Eintracht kann das vielleicht ein Vorteil sein. Wir müssen sehen. Unsere Chefs auf jeden Fall zusammenhalten. Wenn jetzt nichts mehr Außergewöhnliches passiert, dann fehlt vielleicht auch noch Kimmich. Sei denn, Frau kriegt jetzt doch noch spontan ihr Kind, falls es noch nicht gekommen ist. Ah, stimmt, ja. Bin ich auch nicht so auf dem Laufenden. Oder? Und ist schon? Ist schon? Ich glaube, okay. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich habe irgendwas überflogen.
Ich, nicht sicher. War länger nicht mehr irgendwie bei irgendeinem Arzt im Wartezimmer und konnte Zeitungen lesen. Das ist ein Gebiet, da bin ich total uninformiert. Ja, aber ich glaube, das ist ein Spieler, der denen extrem fehlt. Ja, der ja. Wenn der ausfallen sollte, Sané noch nicht fit, Gnabry raus, das spielt uns alles in die Karten. Und da muss man dann jetzt mal Arschbacken zusammenpetzen. Ne? Also so eine, ich sag mal, viel, in einem viel schlechteren Zustand kriegst du die Bayern dieses Jahr nicht mehr serviert. Dessen bin ich aber mir sicher. Ihr wisst ja, gegen die schwachen Gegner tun wir uns ja dann wieder schwer, wenn wir das Spiel machen müssen. Hoffen wir, dass nicht zu viele ausfallen. Ich finde es sehr schön, wie gut du jetzt meine Hoffnung gedrückt hast. sehr gut, ja. Solange sie nicht wieder eine Jugendmannschaft schicken und wir gegen die untergehen, genau. Ist alles okay. Alter, wie bitter das war. Danke für den Reminder. Ja, aber das war auswärts. Ja. Ja, wir spielen jetzt auch auswärts. Oh, verdammt. Stark. Sehr gut, ja. Oh je. Ja. Ja, also, schauen wir mal. In dem Zusammenhang, kurzer Sidestep noch, habt ihr euch mit diesen UEFA-Corona-Regeln für die internationalen Wettbewerbe mal so ein bisschen beschäftigt? Ich kenne noch nicht mal für den nationalen Wettbewerb. Ich habe mich eben nämlich gefragt, was ist denn jetzt, wenn Gnabry die ganze Zeit mit der Mannschaft trainiert hat, positiv getestet wurde? Die werden jetzt auch alle getestet und wenn sie negativ getestet sind, dann ist fein. Aber theoretisch müssten sie jetzt erstmal zumindest. Werden die nicht eh jeden Tag getestet? Abhängig von den Spielen. Also immer irgendwie so, dass das 24 Stunden vor dem Spiel ist und ich glaube noch einmal irgendwie dazwischen. Ja. Es gab jetzt offizielle Regeln von der UEFA, die sowohl für Champions League als auch für die Europa League gelten. Und was sie ganz klar mit diesen Regeln ausgesagt haben, ist, sie wollen kein Finalturnier im nächsten Sommer haben, sondern sie wollen das Ding so, wie es original geplant war, über die Bühne bringen. Das heißt, auf Biegen und Brechen müssen jetzt geplant jetzt erstmal alle Gruppenspiele bis Anfang Dezember durch sein. Sollte man das nicht schaffen, müssen die spätestens bis Ende Januar durch sein, wohl wissend, dass im Januar sowohl Bundesliga als auch andere Ligen an jedem Wochenende spielen und es sogar zumindest in der Bundesliga ja eine englische Woche gibt, also du hast auch nicht so viel Auswahlmöglichkeit unter der Woche tatsächlich. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass eine lokale Behörde, eine nationale oder lokale Behörde quasi Beschränkungen verhängt, die auch den Gastverein betreffen, dann ist der Heimatverein dafür verantwortlich, einen entsprechenden Alternativort zu finden und muss auch für die Kosten aufkommen. Was ich ganz krass finde. Sollte das nicht der Fall sein, wird das Ding am grünen Tisch 3-0 für das Auswärtsteam gewertet. Also ganz strikt, du darfst vor Ort nicht spielen, du findest keinen alternativen Ort, der irgendwie passt, dann hast du das Ding 3-0 am grünen Tisch verloren, ohne Wenn und Aber. Das ziehen die ganz knallhart. Ich kann froh sein, dass wir nicht international spielen. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Da können wir echt froh sein, dass das so ist. Wenn das irgendwie den Gastverein betrifft und sie verschieben müssen, dann gibt es irgendwie Kostenteilung, die müssen irgendwie anteilig von ihrer Startprämie 10% vorher an die anderen Clubs abgeben, um irgendwie Kosten zu decken. Also das ist schon ganz hart. Die dürfen auch irgendwie wild nachnominieren. Es steht alles nur, geht einfach nur darum, das Ding, so wie es geplant ist, auf Biegen und Brechen durchzudrücken, komme da, was da wolle. Ich bin so froh, dass wir wirklich, also ihr habt es ja eben gesagt, ey, am Ende, Leute, es ist das Allerbeste, dass wir dieses Jahr einfach schön Liga machen, wir machen Pokal, wir schauen, wie weit wir kommen, wir sind gut gestartet, die Mannschaft ist einigermaßen fit, wir haben uns einigermaßen gut verstärkt, haben keine krassen Schwächungen erleben müssen, es ist eigentlich alles gerade in Butter, wir haben nicht diese ganze Corona-Situation, dass wir unterwegs vor keinen Zuschauern sein müssen, dass wir nicht in Nischni Nowgorod am Start sind, wo kein Fan zugelassen ist, wo du dir dann dieses Spiel anguckst und dann hast du ein Problem, weil sich irgendein Spieler dann doch noch infiziert hat und dann du dann wieder Probleme hast. Das ist tatsächlich sowieso, glaube ich, gerade diese Lösung wahrscheinlich insgesamt für jeden Verein am besten. Andere können es nicht, aber ich glaube, wir können froh sein, dass wir dieses Jahr schön national spielen und dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr geht's wieder weiter.
Ja, ich glaube, auch finanziell hätte das tatsächlich, wenn man sieht, dass man dann irgendwie da Kostensplitting oder für Kosten irgendwie aufkommen muss und so weiter, hätte da halt auch irgendwie nichts mitgewonnen. Gerade auch, wenn du jetzt nicht Champions League spielst und irgendwie allein schon 15 Millionen dafür kriegst, dass du einfach nur an der Gruppenphase teilnehmen darfst, macht das halt auch finanziell für den Verein wenig aus. Richtig. Ja. Ist auch ganz ehrlich, in der Situation, in der wir uns gerade befinden, meinerseits großes Unverständnis, dass du als Verband so handelst, weil das ja schon in Richtung Drohung geht. Ja, wenn ihr niemanden findet, wo ihr das Spiel austragen könnt, dann verliert ihr 3-0. Und wir wissen ja alle, dass die Fußballbranche jetzt nicht moralisch sehr hoch angesiedelt ist, sage ich mal. Und am Ende fließen da irgendwelche Schmiergelder und keine Ahnung, dann dürfen sie doch irgendwo spielen, wo es dann unsicher ist und am Ende infizieren sich Spieler und es wird dann so auf deren Rücken ausgetragen. Ich finde das irgendwie absolut unvernünftig, auch vom Verband das so anzudrohen. Ja, ja, dann weißt du ja auch wieder nicht, also ich habe da halt auch immer so ein bisschen jetzt hier diese Thematik mit Juve, die da ja auch vor 2 Wochen war, so ein bisschen vor Augen. Du musst ja dann auch irgendwie, du brauchst ja einen Spielort und du musst ja auch, der Gastverein muss ja der ganzen Geschichte dann auch irgendwie zustimmen. Die müssen ja dann auch sagen, sie wollen dann da spielen. Brauchst ja dann nur irgendwie so einen Arschlochverein da drin zu haben, der es dann halt drauf ankommen lässt, dass er das Ding halt einfach 3-0 am grünen Tisch gewinnt, weil er weiß, dass er sonst halt wenig Chancen hat. Ja. Alles nervig. Ich habe, ne, und jetzt haben wir ja gerade, heute gab es ja einen neuen Take, dass anscheinend jetzt eine Europa Premier League vielleicht geben soll. Das ist schon der nächste Quatsch, bei dem ich nachdenken kann, wie absurd die mittlerweile geworden sind. Aber vielleicht können wir die Dummschwätze der Woche da ja noch rein. Ja, können wir vielleicht. Habe ich das richtig verstanden? Das ist quasi der nächste Versuch dieser Super League, nur dass die Vereine das jetzt irgendwie selbst initiieren und die UEFA jetzt noch nicht weiß, ob sie mitspielen darf oder nicht. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, wir können ja nachher nochmal drüber sprechen vielleicht. Hervorragend. Gerne. Lass uns da gleich nachher nochmal spielen. Das ist vielleicht haben wir da tatsächlich den ein oder anderen Dummschwätzer-Kandidaten. Jetzt lassen wir aber mal noch auf die Aufstellung für das Samstagsspiel gegen die Bayern gucken. Ich schreibe Trapp schon mal rein und den Rest dürft ihr mir jetzt noch sagen, was ich da aufschreiben soll. Na, die Innenverteidigung stellt sich ja selbst auf mit Hinteregger, Hasebe und Abraham, oder? Ja, denk schon. Dika ist ja noch nicht so weit, ne? Also der ist wieder ins Training eingestiegen. Der ist wieder im Training eingestiegen, genau. Wird aber wahrscheinlich jetzt noch nicht auflaufen. Zumindest war das so die Aussage. Halte ich auch tatsächlich für ein bisschen arg riskant, den gerade in so einem Spiel dann da direkt irgendwie reinzuwerfen, ohne Not. Ja, ansonsten hast du als Alternative auch nur noch Tuta. Und das ist jetzt für Bayern auch ein bisschen früh. Also ja, Innenverteidigung würde ich auch sagen, stellt sich schon selber auf. Ja, links hast du auch wieder Zuber, weil Kostic ja jetzt gerade Lauftraining erst wieder begonnen hat. Mhm. Schätze ich mal, außer ihr wollt da jetzt Younes reinwerfen, aber Dennis, Dennis wird ja sagen. Sagt er so schnell nein? Ja, ich glaube von der Fitness her auch schon. Ja, das wäre tatsächlich so ein bisschen der Punkt. Ja, es kommt halt drauf an, ne? Also willst du geil starten oder willst du dir die Option halten, wenn es scheiße läuft, dann nochmal was Geiles nachzulegen? Also. Ja, ich glaube, das ist schon geiler. Also ich würde mich damit wohler fühlen zu wissen, wenn wir irgendwie gar keinen Punch nach vorne zu sehen bekommen, dass sie dann noch mit Younes nachlegen können. Ja. Gut, aber Zuber hat ja auch ordentlich gespielt, ne? Muss man ja auch sagen. Also es ist ja nicht, dass wir jetzt sagen, Zuber war eine Katastrophe und muss jetzt unbedingt ausgewechselt werden. Es ist ja schon okay. Dann muss aber die 6 anders aussehen. Ja, hau rein. Ich bin gespannt, was du sagst. Gibt's für mich 2 Optionen, Rode und So, was mein Favorit wäre, oder tatsächlich mal den Versuch mit Rode und Barkok zu starten. Mhm. Ja, aber wahrscheinlich wäre ich zu Rode und So hingezogen. Ja, ich glaube, ist es vielleicht sogar, ne, ich finde beides eigentlich gut, finde beides eine absolut gangbare Variable, aber vielleicht ist es ja so, wenn wir sagen, dass Sower zumindest mit der Erfahrung der kompletten letzten Saison auch in diese Spiele ja gehen kann, ist es vielleicht sinnvoller, ihn jetzt erstmal zu stellen, und Barkok ist ja auch so immer noch mal ein bisschen so Leichtbruder Leichtfuß, vielleicht wollen wir nicht zu viel riskieren, deswegen wäre So da von beiden die ein bisschen kompaktere Variante. Ja. Ja, also Barkok ist auf jeden Fall das riesige Risiko. Also der ist ja auch eher der kreative Offensivspieler, und ihn jetzt auf die 6 zu zwingen ist schon eher, wobei dann würde ich ihn halt auch eher so auf eine 8 sehen, aber ja. Aber das ist schon Risiko.
aber auf jeden Fall nicht Zerstörung und Zerstörung da hinten. Das, ja. Und ich würde gern, ich mag noch mehr Fußball spielen und nicht grätschen und weghauen. Okay, ja, machen wir jetzt, aber ihr wollt auf jeden Fall mit zwei Stürmern spielen. Oh, sorry, Patrizia. Ja, machen wir jetzt, was wir wollen oder was wir denken, was Hütter machen wird. Weil ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also zumindest von meinem Gefühl auch, her. Das stimmt. Ich fürchte auch, dass von Hütter null Veränderungen zur Vorwoche reinkommt. Ja, genau, ja. Weil auch Bayern, selbst wenn sie rotieren, ist halt immer noch Bayern. Und ich glaube, dann gehst du schon so Köln rein. Anzusiedeln. Ja, genau. Ja, liegt ja auch geografisch sehr dicht beieinander. Ja. Dann gehst du schon halt auf Stabilität eher, würde ich denken, aber ja, kommt halt drauf an, wie wir die Aufstellung machen, wie wir sie sehen oder was, worauf wir Bock hätten oder was wir denken, was realistisch ist. Also ich glaube, wenn wir sie machen, wie wir denken, dass sie realistisch ist, dann sieht die halt exakt so aus, wie sie am vergangenen Wochenende auch ausgesehen hat. Also das stimmt leider, ja. Ich glaube, so genau kennen wir den Trainer mittlerweile, dass wir sagen können, Veränderungen eher in Einwechslung, aber nicht in der Startelf. Es sei denn, es ist einer wirklich verletzt. Das ist ja, wohl leider so, ja. Aber ich würde schon, lass uns mal so ein bisschen drauf gucken, wie wir sie gerne sehen würden. Da fände ich also so tatsächlich eine gute Alternative. Rote Sau, Toto. So. So, dann ist die Frage jetzt auf rechts. Na, Touré hat das doch ordentlich gemacht, oder? Okay. Sehe ich auch so. Dann Touré. So, und dann jetzt die drei da vorne. Und da würde ich jetzt gerne mal sehen, oha, dass Kamada mit Younes und Silva spielt und Dost mal eine Auszeit bekommt. Ui, den gleichen Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Also den Gedanken würde ich so gar nicht nachfolgen. Weil? Also wenn Kamada mit Younes zusammen, dann bleibt Dost und Silva geht. Weil du mit Dost einfach einen Zielspieler vorne hast. Der kann einen langen Ball mal immer annehmen, der ist groß, der ist kopfballstark, der kann... Der bringt auch eine ganz andere Körperlichkeit da rein. Ne? Du hast mit Kamada Kapitän Leichtfuß hier mit, keine Ahnung, 70 Kilo, dann hast du mit Younes 1,70 Meter nebendran und also du hast mit Dost halt nochmal eine Präsenz da vorne, eine Physis. Und deswegen würde ich nicht die drei, die sind mir auch zu ähnlich. Ich kann es verstehen, ich finde den Ansatz durchaus praktikabel und kann es nachvollziehen, würde den aber vielleicht nicht bei einem Spiel gegen die Bayern jetzt gerade nehmen, ne? Wo wahrscheinlich so ein Spieler, da schließe ich mich der Argumentation von Alex vollkommen an, der vielleicht auch wichtig ist, dass du halt so einen Leuchtturm da vorne drin hast und ich würde, Bastos sehe ich gerade in seiner aktuellen Form eigentlich auch immer noch da vorne, muss ich sagen. Ja, und dann okay, auch. Stellt sich so an auf wie die letzten Spiele auch. Wenn ich was ändern würde, dann könnte man mal probieren, nicht mehr. Das ist alles so ein. Ja, also. Jetzt warst du kurz weg, jetzt musst du das einfach nochmal wiederholen. Wenn du was probieren wollen würdest, dann würdest du nicht mit. Hallo? Hallo? Ja. Hallo, ich würde so weitermachen. Leider etliche Tonaussätze. Was ist denn hier schon wieder los? Also ich höre euch jetzt wieder. Ich habe auch Tonaussetzer gehabt. Ja, jetzt geht's wieder. Ja. Naja, die Technik. Immer noch Deutschland hier. Immer noch Internetentwicklungsland Deutschland, ja. Ist leider richtig. Gut, aber das heißt, wir einigen uns jetzt dementsprechend auf die Sturm... Es bleibt alles, wie es war, ja. Es bleibt alles so, wie es ist. Ja, ich weiß nicht, Alex hatte ja gerade angesetzt und wollte zu einer Alternative von Kamada ansetzen. Bisher ich wollte eigentlich nur sagen, dass das möglich ist. Also... Dass wenn man nee, da vorne was hast du denn gesagt? Weil da kam leider nichts mehr an hier. Wäre halt nur möglich für Kamada, Younes oder Barkok zu bringen, würde ich aber nicht machen, sondern die Option würde ich mir in der Hinterhalt halten und ansonsten würde ich auch mit Silva und Dost starten. Also Dost ist für mich 100% gesetzt. Und für Silva hast du eigentlich auch keine Argumente, den rauszunehmen, weil er macht halt auch einfach die wichtigen Tore. Und es gibt ja, also ich meine ganz ehrlich, diese Sicherheit und auch den Lauf, den er hat, den würde ich auf keinen Fall versuchen zu unterbrechen. Ich finde, dass Silva hat eigentlich eine Kontinuität gerade drin in seinem Spiel, die wir am Anfang seiner Ankunft hier gar nicht erwartet hatten oder gehofft hatten, aber nicht wirklich gesehen haben. Insofern auf jeden Fall drin lassen. Das wird einer der wichtigsten Spieler gerade. Echt schwierig. Jetzt haben wir schon so viel Auswahl. Halt er die Elfmeter verwandelt, Wahnsinn, ey. Also es ist wirklich
gute Qualität. Ja, nee, ja, über sorry. Silber lasse ich gar nichts kommen. Ja, es, ich wollte sagen, jetzt haben wir schon so viele Alternativen, ja, ne? Und können halt trotzdem irgendwie nichts machen, weil wir eigentlich es keine Argumente gibt, sie irgendwie rauszunehmen. Ja, aber Patricia halt, sagt es ja gerade, ne? Genau. Das zeigt ja auch, was wir für einen guten Start eigentlich hatten, wenn wir sagen, hey, die haben eigentlich alle ihren Lauf und die brauchen wir schon in der Startaufstellung. Ja. Also ja. Das ist ja eigentlich. Es ist jetzt diesmal gar nicht mangels Alternativen, zumindest nicht auf allen Positionen. Aber ja, wenn sie es gut machen, also ich habe auch mir jetzt gerade gedacht, je länger ich in mich reingehe und an dieses Bayern-Spiel denke, desto mehr kommt mein innerer Hütter raus und sagt mir, hey, lass doch einfach alles so, wie es ist. Nee, die 6 wollen wir schon ändern. Ja, ja, da, das gebe ich euch. Sehr gut. Der innere Hütter. Ja gut, dann ist das jetzt so, wie wir uns das ausgedacht haben und mal gucken. Vielleicht überrascht er uns ja doch und ändert tatsächlich. Ich sagen, ist was. Beschlossen, René, gib so weiter an Adi. Ja, ich schick's gleich mal rüber, mal gucken, was er da draus macht. Jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Ergebnistipps und hier in meiner Liste steht, dass der Marvin anfängt. Gut, dann sage ich einfach mal 1-1. Wäre sogar okay. Alex. Ha. Das ist jetzt schwierig. Ja. Also, traue ich mich auf einen Sieg zu setzen? Na klar. Nee, ich nehme die Safety-First-Variante. Aber da fallen Tore, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Machen wir 2-2. Da kam auch der innere Hütter bei dir raus, glaube ich. Dennis. 1-0 für die Eintracht. Patricia. Ich schwank jetzt auch. Also ich bin auch bei einem Unentschieden. Ich schwank zwischen 1-1 und 2-2 jetzt auch. Ja, komm, 1-1. Ich mache was ganz Verrücktes und sage, es fallen auch viele Tore. Ich bin nah bei dem Tipp von der Alex. Ich sage aber, wir schießen 1 mehr, 2-3 für uns. Oh Gott, geil. Was ein Optimisten-Podcast. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wir sind schon diese Bayern. Naja, wir können unsere Argumente doch jetzt nicht einfach aushebeln, indem wir gegen die Eintracht tippen. Nein. Nachdem wir gesagt haben, jetzt sind die Bayern schlagbar. Ich wollte gerade sagen, also wir haben doch gesagt, starke Gegner tun uns gut. Wir haben, ne? Das haben wir ganz sachlich herbeigeführt. Genau, wir haben eine solide Mannschaft, die müssen rotieren, da sind ein paar Lücken irgendwie drin. Wir haben die Aufstellung verbessert. Ja, also es gibt doch nur positive Argumente. So. Ja, also von daher wird ein ganz solides Ding, können wir uns extrem freuen und dann nächste Woche über einen Sieg der Eintracht. Ja, und wenn es nicht stimmt, dann nennt uns halt Lügenpresse, Mann. Gott, oh Gott, was. Und selbst wenn, ich meine, mit den Punkten gegen Bayern rechnet man sowieso nicht. Ja, es ist am Ende ist es ein Bonusspiel, ja klar. Eben, kannst nur gewinnen. Das ist richtig. So ist es. Gut. Sehr schön. So, dann hatte ich das vorhin richtig verstanden. Marvin, du möchtest reden über Dummschwätzer, ne? Ja, gut. Also das Problem ist, ich habe ja gar nicht so wirklich eine Person, aber ich finde, man sollte das Jingle auf jeden Fall trotzdem spielen. Ja, dann Abfahrt. Sehr gut. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, großes Thema, nicht Super League, sondern European Premier League ist die Idee, so wie ich das verstanden habe. Mehrere englische Clubs, aber auch französisch, italienisch und deutsche Clubs, und da wurden die Bayern unter anderem genannt, planen da eine Alternative zur Champions League, ist das so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die UEFA darf da noch nicht so richtig mitspielen, weil die Vereine das so ein bisschen unter sich ausmachen. Und wenn ich das auch richtig verstanden habe, dann wollen die sogar schon nächstes Jahr mit dem Ding starten. Ist das so richtig? Das ist so ein bisschen genau das, wie es laufen soll. Im Endeffekt soll von Geldgebern mit umgerechnet 5 Milliarden Euro unterstützt werden. Das ist echt absurd. Apropos davon, wir haben ja eben gerade über Rummenigge gesprochen. Ich habe jetzt eben gerade eine wunderbare Schlagzeile gesehen. Davon wollte ich noch mal mit euch teilen. Auch ohne Charisma erfolgreich. Karl-Heinz Rummenigge mit 65. Auch eine sehr, sehr gute Überschrift. Aber wenn wir bei dem Thema bleiben, mit dem er ja auch
auch mit Sicherheit verwurzelt sein wird, da muss ich schon sagen, 5 Milliarden, also als ob in diesen schwierigen Zeiten der Profifußball sich nicht noch mehr entkoppeln könnte, ist das komplett absurd mittlerweile. Ich stelle mir wirklich die Frage, macht doch einfach euren ganz normalen Scheißwettbewerb erstmal normal zu Ende, anstatt die ganze Zeit auf andere Ideen kommen. Aber ganz ehrlich, es ist ja jetzt auch etwas, was jetzt schon seit Jahren immer wieder lanciert wird. Wir erinnern uns an Football Leagues, wir erinnern uns an die Gedanken, die Super League, die immer wieder lanciert wird. Ey, ganz ehrlich, mittlerweile scheißegal. Ich bin mittlerweile in so einer Einstellung, dass ich sage, ja, von mir aus macht's halt einfach. Aber leckt mich da echt am Arsch. Ey, 5 Milliarden, die dafür veranschlagt werden sollen. Ich weiß noch nicht, wer es gucken soll. Aber von mir aus macht das und lasst uns in der Bundesliga die Ruhe. Bayern gerne weg, gerne noch Leipzig weg. Und dann haben wir vielleicht wieder eine Liga, die ein bisschen spannender ist. Auch wenn es traurig ist, dass man die Bayern dann nicht mehr am Start hat. Aber irgendwas muss man immer machen. Also es ist irgendwie eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Und gerade, dass die Rolle der UEFA da auch noch unklar ist, das macht das Ganze ja noch absurder. Aber anscheinend alles private Geldgeber. Das ist wirklich perfekt, ja. Aber das ist wirklich, also es ist jetzt keine Extraliga oder irgendwas, das heißt, die wandern dann, würden dann nicht aus der Bundesliga normal rausgehen, sondern das ist halt wirklich dann quasi die etwas besser betuchte Variante zur Champions League, ne? Ja, wann willst du denn das noch machen? Also irgendwo, die können ja nicht in der Bundesliga bleiben und dem einen Verband weiter angehören und dann verbandsfremd nochmal ein eigenes Turnier ausrichten, das ist ja, das funktioniert, und dann sollen sie es auch konsequent einfach mal durchziehen, dann sollen sie gehen. Ich glaube, genau das ist es. Und man muss ja auch sagen, also ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen die Planung, die wir, wie gesagt, schon bei der Super League da hatten. Und ich glaube schon, dass es erstmal so sein kann, dass sie dieses Parallelkonzept erstmal versuchen, dementsprechend festzuzurren und das dann der UEFA anbieten. Und die UEFA dürfte dann vielleicht die Möglichkeit haben zu sagen, okay, das nehmen wir an. Und dann könnte das nämlich als Alternative zur Champions League fungieren. Ey, ganz ehrlich, mir ist es echt Bums, dann sollt es machen und dann ist der UEFA Cup wenigstens wieder ein geiler Wettbewerb, bei dem die Mannschaften spielen. Ja, aber das würde ja dann wirklich bedeuten, du müsstest die Champions League dann quasi einstampfen. Ersetzen. Ja. Also komplett ersetzen, weil die halt zu lassen und dann quasi die beiden zu spielen plus irgendwie Euroleague und Euroleague 2, die wir ja dann auch ab nächstem Jahr dann haben. Oh Gott, dieser Quatsch, Entschuldigung. Ich wusste, dass er da drauf. Den hatte ich auch schon wieder verdrängt. Nein, die dürfen wir nächstes Jahr auch, wird die auch gespielt mit diesen ganz kruden Regeln und Gedöns und ja, das kommt ja dann ab nächstem Jahr auch noch dazu. Also dann weißt du ja bald schon gar nicht mehr, was da für irgendwelche Wettbewerbe sind und nebenbei dann noch Nations League und weiß ich nicht. Also es ist, wird schon ein großes Wirrwarr da im nächsten Jahr, wenn die Nummer tatsächlich durchziehen. Auf jeden Fall. Patricia, was denkst du dazu? Hast du das jetzt auch mitbekommen, diese Thematik? Ja, ich habe extra nicht auf die Artikel geklickt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe nur die Überschrift gesehen und die Reaktion bei Twitter und ich dachte mir so, ja, meine ganze Timeline war voll mit, ja, dann macht halt. So, ich kann mich anschließen, ich habe langsam auch keinen Nerv mehr, meine Energie da reinzustecken in Dinge, über die ich mich schon die letzten Jahre aufgeregt habe, weil das ja immer mal wieder hochkam. Ich kann das nur noch schwer ertragen. Es ist wirklich, wirklich nervig zurzeit. Und ich denke mir halt, dann geht aber auch wirklich. Also dann verlasst auch die nationale Liga, weil das kann es ja nicht sein, dass die jetzt wieder an anderer Stelle massiv Geld kassieren und dann halt sich noch mehr entfremden von all den anderen Vereinen in ihrer nationalen Liga. Das kann ja nicht das Ziel sein. Das macht ja erst recht alles kaputt. Ja, aber was ist denn da los? Lernt denn da keiner? Eben, guckt euch doch diese fucking Nations League an, die schon kein Mensch sehen will. Jetzt noch den 100. Wettbewerb, den keiner sehen will. Mann, ihr habt ein geiles Produkt mit Fußball, dann macht doch was draus. Aber doch nicht sowas. Es ist halt, die verschlimmern es ständig. Also es ist immer. Und als noch ein fucking Wettbewerb dazu, den keiner will. Das ist doch, ja. Ja, aber du sagst es doch vollkommen richtig. Und ich finde es auch cool, dass wir uns jetzt mal darüber aufregen. Auch wenn es nicht uns, die Eintracht, wird es wahrscheinlich nie wirklich betreffen, weil die nie in diese... Ja, wenn wir nächstes Jahr Siebter werden, dann sind wir in dieser Euro-2-Scheiße schon diese drin. Euro naja, es betrifft uns halt indirekt, wenn du halt jetzt so einen Wettbewerb hast, wo halt ein Haufen Kohle zwischen den 12, 14, 16 Top-Vereinen der jeweiligen nationalen Ligen verteilt wird, die halt sowieso schon eigentlich wesentlich mehr Geld haben als alle anderen und sie halt nicht aus den nationalen Ligen halt irgendwie rausgehen, dann hast du halt diese
dieses Ungleichgewicht noch viel größer gemacht, was aus meiner Sicht am Ende nur wieder dazu führt, dass noch mehr Leute mit dem Argument um die Ecke kommen und sagen, wir müssen diese 50+1-Regel aufheben, wir brauchen irgendwelche Investoren-Gedöns, um hier überhaupt noch irgendwie konkurrenzfähig ja, zu sein. Ja, aber du hast recht, aber wir arbeiten hier, wie du ja gerade siehst, an absoluten Parallelstrukturen. Ja. Denn auf der einen Seite ist es so, dass jetzt gibt es diese, ich wollte sagen, Fan-Convention, so ist es nicht, jetzt gibt es diesen Rat DFL die, mit Fanvertretern und so weiter und so fort, die darüber nachdenken, was können wir besser machen, um das auch wieder, das Produkt vielleicht ein bisschen zu ändern. Das hat leider keine bindende Wirkung. Dann siehst du aber auf der anderen Seite diese Parallelstrukturen, die jetzt aufgebaut werden, wo es eigentlich allen scheißegal ist, dass es mittlerweile echt viele Vereine gibt, die wirklich zu knabbern haben an dem ganzen Corona-Schissel. So, ja, weil es gibt tatsächlich einfach echt viele Vereine, die, brauchst du ja nicht den Chaotenverein Schalke gerade angucken, ja, die mittlerweile, wo die Eintrachtspieler, die Ex-Eintrachtspieler mittlerweile die Säulen dieses Teams sind, ja, die noch nicht komplett jeder runtergewirtschaftet hat. So, und dann siehst du, denen geht's schlecht und dann gibt es aber Vereine, denen es scheißegal ist, was da passiert. Wir haben ja das Premier League, wir haben ja die Premier League-Idee von ein paar Wochen gesehen, wo es im Endeffekt auch eigentlich nur ein Deckmantel einer Umverteilung sein soll, die das Ganze noch ungerechter macht. Jetzt siehst du diese Umverteilungsidee, wo Dennis hat es hier gerade in den Chat gepostet, jeder Verein soll mehrere hundert Millionen Euro verdienen können. Und dann gibt es da noch eine Bank wie JP Morgan, die bereit ist, das irgendwie zu finanzieren. Da stelle ich mir die Frage, was ist denn los mit euch? Wir haben doch gerade andere Sorgen, anstatt noch ein verschissener Fußballwettbewerb, der noch mal weniger Leute interessiert. Jetzt gibt es jetzt dieses Jahr diese fucking Club-WM. Die gucke ich mir bestimmt gerne an in der optimalen Welt. Ja, verdammte Hacke. Ja, und die Nations League, niemand weiß genau, was das bedeutet, noch weniger Leute interessiert das. Also, man muss doch echt mal das Rad zurückdrehen und nicht noch weiter exportieren. Oder beziehungsweise nicht exportieren. Exportieren tue ich was bei Premiere. Aber nicht noch weiter expandieren. Also, es ist wirklich unfassbar absurd. Und ich glaube, wir regen uns da jetzt echt zurecht auf. Es regt mich halt so auf, weil das einfach nur ist, weil es gewisse Personenkreise gibt, die auf noch mehr Geld geiern, obwohl sie eh schon so viel haben, was sie gar nicht brauchen und sich dann aber dagegen stemmen, wenn jemand sagt, ja, hey, wir könnten ja die TV-Gelder so ein bisschen fairer verteilen. Da heißt es wieder, nee, das kann ja gar nicht sein, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, okay, dann macht es aber halt auch so keinen Sinn mehr, das Ganze zu verfolgen. Also ich kann, wie traurig wird das auch? Also ganz ehrlich, ich stelle mir das so vor, dass dann da zwei Top-Clubs gegeneinander spielen, was von den Spielern her und von den Trainern, die da vereinen, richtig geile Mannschaften sind. Und dann ist dieses Stadion aber vermutlich zu, weiß ich nicht, einem Viertel ausgelastet, weil da auch kein Mensch hinreisen kann, sagen wir mal nach Corona, weil das, weiß nicht, unter der Woche, während der Woche ist oder so. Und dann, da, welcher das ist Mensch ja das fährt denn da dran, ne? Das dahin? Wird ja noch nicht mal passieren. Also wenn du, egal zu welcher Uhrzeit, das Spiel, keine Ahnung, Liverpool gegen Real Madrid startest, wird dieses scheiß Stadion voll sein. Egal um wie viel Uhr, egal welcher Wochentag und egal wo. Und das Problem ist halt, was machst du denn dagegen? Jetzt stell dich doch mal vor, die Eintracht sagt, yo, wir machen hier neue Premier League, wir sind dabei, wir dürfen mitmachen, sind wir am Start. Wir gucken sie doch trotzdem oder wenden wir der Eintracht dann den Rücken zu. Und so geht's doch auch den ganzen Bayern-Fans. Die werden doch ihre Mannschaft weiterhin unterstützen, egal in welchem Scheiß-Wettbewerb sie antreten. Und das ist ja die Krux dabei, dass jetzt schon absehbar ist, dass diese ganze Kacke wahrscheinlich auch noch geguckt wird. Wenn sie geguckt wird, dann wird's TV-Sender geben, die Millionen in diese Rechte rein investieren und. Da muss ich dich korrigieren, es werden wohl Milliarden sein. Um dich da ganz kurz zu ergänzen, du hast völlig recht, und zwar bei Sport 1. Es ist tatsächlich, war ein schöner Auszug, habe ich vorhin gesehen gerade, als es zu der Thematik ging. Die Wall Street Bank, JP Morgan, Marvin, du hast ja gerade schon gesagt, ist ja in Gesprächen, das fremd zu finanzieren. Das heißt, im Endeffekt erstmal diese 5 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, ne? Jetzt geht es aber darum, diese können dann aus künftigen Übertragungseinnahmen des Wettbewerbs zurückgezahlt werden. Du merkst also, auf was für ein Konstrukt das schon wieder aufgebaut ist. Da ist überhaupt nichts, interessiert überhaupt nicht, ob da ein Fan im Stadion ist oder keiner. Da sind jetzt schon die Modelle mit, genau, klar.
Da geht es wieder nur darum. Also es ist wirklich, ihr habt vorhin, Patricia, du hast vorhin gesagt, da wollen wieder Leute, die eh schon unendlich viel Geld haben, wollen noch mehr Geld haben. Die wollen nämlich einfach nur, ach, diese lästige UEFA, die streicht da noch selbst Geld ein, das wollen wir selbst in die Tasche wirtschaften. Da geht es nicht mehr um irgendwie Werte schaffen, geilen Fußball zeigen oder ach, da machen wir noch ein geiles Produkt, sondern nur, wie können wir das noch richtig hier in die Höhe treiben? Und Marvin, da zu deinem Punkt, genau so ist es. Eine Fremdfinanzierung aktuell von 5 Milliarden Euro, dass sie sich nicht schämen, dass die überhaupt über so Summen momentan sprechen, wo es wirklich ganz andere Probleme gibt. Das Geld könnte sicherlich an der einen oder anderen Stelle sicherlich ganz gut gebraucht werden, wird hier genutzt, um so ein sinnlos Produkt, was wirklich, es braucht kein Mensch. Es gibt genug Sachen, wo geiler Fußball gespielt wird und wir haben schon drüber gesprochen, die Champions League und so weiter. Klar, wenn da ein geiles Spiel ist, kann man sich das angucken. Aber doch, wenn wir ehrlich sind, auch das hat für uns doch schon wieder an Qualität oder an Anziehungskraft alles verloren, weil alles viel zu viel ist. Wir sind total übersättigt. Es ist einfach, es nervt nur noch und deshalb bin ich voll bei euch. Keiner braucht. Was ich nur damit sagen wollte, ist, auf was für ein Konstrukt das schon wieder aufgebaut ist. Von wegen, ich habe auch erst gedacht, es wären irgendwie Privatinvestoren oder irgendwie ist es dargestellt, nee, hier eine Fremdfinanzierung, dann wird drauf gehofft, dass über Übertragungsgelder wieder zurückgezahlt werden kann. Was ein Kack. Du kannst, also wirklich, ja, du brauchst Kack. Ja noch nicht mal Übertragungsgelder, ne? Du hast nämlich, wenn du die UEFA raus hast, dann hast du nämlich auch keine Financial Fair Play oder so Regularien mehr. Dann kannst du nämlich auch als Verein hergehen und sagen, ja, scheiß auf UEFA. Ich kaufe mir meine Spieler für 800 Millionen, egal ob auf geliehen einem Geld und ich mache eine Litfaßsäule aus denen und da wird sich schon irgendein Saudi finden, der mir das Geld gibt. Du kannst aber doch davon ausgehen, dass du diese 5 Milliarden, wenn du überlegst, dass das ein Konkurrenz- oder ein Alternativwettbewerb zur Champions League ist, der in was weiß ich wie viel Länder übertragen wird, dass du, wenn du da aus jedem Land deine Fernsehanstalt hast, die dir irgendwie ein paar hundert Millionen da irgendwie hinlegt, dann hast du die 5 Milliarden aber auch ziemlich schnell voll. Und das Schlimme ist ja, es wird funktionieren. Das richtig Schlimme daran ist, dass das natürlich gerade jetzt zu einer Zeit kommt, wo es halt auch keine Gegenstimme gibt. Das hatten wir ja letzte Woche und vorletzte Woche, glaube ich, auch schon mal gesagt. Normalerweise wäre das jetzt so die Aktion, wo selbst die Fans des FC Bayern sich mit einem Banner in die Kurve stellen und sagen, habt ihr denn noch alle Latten am Zaun? Und genau das wird es nicht geben. Es gibt keine Gegenstimme zu diesen Plänen, die auch einfach gehört wird, weil sie überhaupt keinen Platz momentan findet. Und das ist das, was mich am meisten richtig ankommt. Und das ist ein super wichtiger Punkt, weil du darfst in der Gesamtbetrachtung, wenn wir uns das alles anschauen, darfst du nicht den Zeitpunkt außer Acht lassen. Und das ist genau, das finde ich super, dass du es angesprochen hast, denn es zeigt, dass das auch hier wieder eine gewisse Art, eine perfide Art ist, Dinge dann ins Gespräch zu bekommen, weil sie bringen es jetzt ins Gespräch, wir regen uns drüber auf, es passiert aber in den Stadien nichts. Und am Ende ist die Beruhigung dann irgendwann, weil wir andere Sachen zu tun haben, weil wir auch vielleicht mit ganz vielen anderen Problemen gerade zu kämpfen haben, ist dann die Beruhigung so weit vorangeschritten, dass wir in der zweiten Welle, wenn sie es dann wirklich initiieren wollen, halt gar nicht mehr so groß ist und dass sie dann eigentlich mit weniger Widerstand das wieder machen können und wer weiß, ob bis dahin wieder alle Fans zugelassen sind. Und dann kann ich mir auch vorstellen, was die Alex eben gerade sagt, am Ende ist es so, da wird es halt zugelassen, einige konsumieren es. Aber es ist, trägt halt leider dazu bei, dass sich der Fußball immer mehr von gesellschaftlichen, von uns allen wirklich entfernt. Und dann habe ich auch tatsächlich einfach kein Problem damit. Denn nimm die ganzen Leute mit, nimm die ganzen Mannschaften mit, aber lass mir einfach die Ruhe. Und wir haben eine Bundesliga, die vielleicht, ja, wo es dann traurig ist, dass die Bayern nicht mehr da sind, aber dann spielen halt andere und dann geht's vielleicht wieder. Und genauso ist es auch mit ganz anderen Aspekten. Also mir geht's ja tatsächlich auch ähnlich so. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn wir sagen, wir machen irgendwann mal eine Pay Gap, ja, wo es auch heftig wird für ein paar Jahre, weil dann die ganzen Topspieler nicht zur in die Bundesliga kommen. Aber in ein paar Jahren hätte sich das auch reguliert. Ja, das sind alles so Sachen, wir müssen das Rad zurückdrehen und nicht noch weiter. Ja, das Ding ist halt nur, das wird halt auch negative Auswirkungen dann auf die Bundesliga haben, ne? Weil ja, es gibt halt die nächste Top-Veranstaltung, auf die sich alle stürzt. Das heißt, Sendezeiten und so weiter sind für die Bundesliga nicht mehr gegeben. Das heißt, wir werden wieder über andere Spieltagsanordnungen reden. Weiß der Kuckuck, wo du die Bundesliga dann noch gucken kannst, weil Sky keinen Bock mehr drauf hat, weil sie jetzt Premier League und Premier Nations League und keine Ahnung, was für ein Shit noch zeigen können. Also das fuckt mich komplett, wie man das alles so kaputt machen kann mit solchen Sachen, die so schlecht sind. Ja.
Ja, Marvin, und das Problem ist ja auch, dass der harte Cut müsste natürlich dann auch da sein, dass die Bayern wirklich aus der Bundesliga ausscheiden und nicht dieses, ich spiele mal auf zwei Hochzeiten, mal gucken, ob es funktioniert, ach, da kann ich nochmal schön 100 Millionen Preisgeld einkassieren über das andere. Das ist, glaube ich, eher dann hier ein Riesenproblem. Das ist doch eh schon zum Kotzen, dass die Bayern hier kaum eine Konkurrenz da oben haben, und das ist ja dann immer nerviger. Und ich weiß gar nicht, wer ist da noch im Gespräch für diese... Das sind doch, glaube ich, nicht nur die Bayern. Waren roundabout 16 Vereine, Minimum. Das ist, oder ja, genau, aber am Ende, naja, wir wissen doch. Aber das Ding ist ja Manchester United, Liverpool, solche Sachen. Ja. Chelsea, Arsenal, City, Tottenham, Barcelona, Atletico, Real, Paris, Juventus und Bayern waren die Namen, die ich jetzt bislang gelesen hatte. Okay. Aber das Ding ist ja auch, keine Ahnung, dann schreien wir jetzt Juhu, die Bayern sind aus der Bundesliga draußen, aber die haben ja auch genügend Kohle und einfach eine Bayern 2 schon in der Regionalliga stehen, die in den Startlöchern stehen. So, nochmal ein paar Millionen da reingebuttert, dann sind die in 2 Jahren wieder da und gibt denen noch 5 Jahre und noch ein paar Millionen, die sie aus dieser scheiß Premier League rausholen, und dann ist die Situation wieder genau dieselbe, nur dass wir einen Kackwettbewerb mit einer anderen Mannschaft woanders haben. Ja, du darfst auch noch nicht aufsteigen, ne? Also die darf ja nicht in die zweite Liga aufsteigen, ne? Das ist ja genau aber wenn die aus der Bundesliga raus sind, dann dürfen sie es. Dann ja. Wenn die aus genau dem das Wettbewerb Gleiche hat ja Leipzig auch. So, dann kommt dann irgendwie, keine Ahnung, wird dann aus Salzburg alles Nötige rüber transferiert und dann wird dann Leipzig 2 aus der 5. Liga hochgeholt. Ich merke schon, das mehr auf unserem Telegram-Kanal. Ja, Eintrittsgebühr haben wir erhöht, jetzt 12,99 wöchentlich. Naja, was zur Hölle ist unser Telegram-Kanal? Nein, weil du gerade so Horrorszenarien gerade bemüht hast, ja. Und weil ich echt nicht darüber nachgedacht habe, dass es wirklich dazu kommen kann, dass die Bayern 2, wenn es Bayern 1 nicht mehr in der Bundesliga gibt, dann ja auch aufsteigen können. Ja, natürlich können die aufsteigen. Also, ja, ist dann alles gruselig. Ja. Dann hast du den einen Verein, wo du dir die Spieler für 800 Millionen kaufst und es interessiert dich irgendwie in Shit. Ja, und die anderen pumpst du halt auch mit Geld voll und machst irgendwie, weiß ich, irgendwas Farming-Verein für deinen anderen Ding. Ich kann sagen, kannst du Spielpraxis in der Bundesliga für deine Premier League geben. Ja. Also da sind Horrorszenarien möglich, da dreht sich irgendwie Stephen King noch dreimal um. Ich schwöre dir, in 20 Jahren sitzen wir hier und sagen, ah, wie geil das mit der Nationalmannschaft hier in der Nations League war. Da war Fußball noch schön. Das wird alles so grausig. Nee, also ich glaube, den Satz wirst du von uns nicht hören. Aber es kann schon noch echt abstrus werden. Also wer Abwechslung und ehrlichen Fußball haben möchte, ich stehe morgen Abend um 19.30 Uhr mit Kickersmörfelden auf dem Platz. Oha. Gegen Worfelden. Oha. So. Gibt's hier einen Kreisliga B. Wo wird das übertragen? Bitte ein Livestream. Bitte Livestream, ja. Das ist ehrlicher Fußball, der dann da noch gespielt wird. Großartig. Ja, sowas von. Ich bin jetzt geschockt. Ja. Haben wir irgendwas Positives zum Ausgang dieser Folge oder lassen wir jetzt die Hörerinnen und Hörer mit diesen Horrorszenarien, die wir jetzt hier an die Wand gemalt haben? Gibt es nicht noch einen anderen, haben wir noch einen anderen Dummschwätzer der Woche irgendwie? Ich glaube, wir haben den ganzen. Wer war am Wochenende beim Doppelpass? Gab es da irgendeinen? Ah, naja, natürlich. Nee, aber, also bestimmt, aber ich habe noch einen Dummschwätzer, der halt auch nicht lustig ist, der mindestens genauso schlimm ist, wenn nicht sogar deutlich schlimmer als hier dieses ganze Fußball-Business-Getue. Oha. Und zwar gab es doch noch. Nein. Auch? Ja, okay, wenn ich von dem anfange, dann. Auch sogar Fußball intern. Es gab doch das Jugendspiel zwischen Schalke und Dortmund. Und da gab es mal wieder rassistische Beleidigungen gegen. Oh ja. Moukoko, oder wie man ihn ausspricht, weiß ich nicht genau, von Dortmund, der ist 15 Jahre alt, schwarz und hat halt sehr gut gespielt. Und die Schalke-Fans haben sich dann, also einige Einzelpersonen, gehe ich mal davon aus, haben sich da ja sehr unschön geäußert mal wieder. Und es wurde aber natürlich auch nichts gemacht. Das Spiel wurde nicht unterbrochen, wie für Hopp damals. Es wurde auch nicht irgendwie abgebrochen oder sonstiges, wurde absolut gar nichts getan. Außer, dass Schalke sich danach wieder durchgerungen hat, sich zu entschuldigen per Social Media und zu sagen, wir werden das aufarbeiten, was wir ja jetzt schon des Öfteren gehört haben, was aber offensichtlich nicht reicht, weil das immer wieder passiert.
Und ja, das war auch sehr unschön und passt auch in diese Kategorie. Definitiv, leider. Es ist zu wiederholten Mal, es ist unfassbar erbärmlich. Moukoko, der jetzt ja mittlerweile auch schon, keine Ahnung, Junioren-Nationalmannschaften auch schon mitgemacht. Ich glaube, der dürfte jetzt mittlerweile auch schon für die U20 Deutschlands spielen. Ist einer der größten Talente, die es gibt. Und immer wieder mit solchen Sachen betitelt zu werden, das ist echt, es ist einfach eine richtige Frechheit. Peinlich auch, das wirklich peinlich, dass Schalke es nicht schafft, bei 300 fucking Fans irgendwie mal rauszufinden, wer so erbärmlich war. Also Vor allem hat man es halt gehört, also die Ausrede wie damals bei Torunariga von wegen, oh ja, das waren Einzelpersonen, haben wir gar nicht gehört in dem vollen Stadion, die zieht jetzt auch nicht mehr bei einem Jugendspiel, wo halt 300 Personen sind. Alter, da hast du halt nur 300 Leute und dann selbst da, ne? Hm. Naja, das ist, ja, also auch eine gute Wahl und gleich frustrierender sogar noch. Ja, aber um das Ganze hier ein bisschen positiv wieder rauszuwinden. Wir haben es ja eben lange analysiert und wir hauen jetzt einfach am Wochenende die scheiß Bayern weg. In ihre komische Premier League können sie sich mit einem Sieg gegen die Eintracht, mit einem Verlust gegen die Eintracht verabschieden. Niederlage. Dann haben wir nicht nur ihren Trainer rausgeschmissen, sondern sie noch gleich mit. Ja. Okay. Bam, bam. Von mir aus gerne. Ja. Unterschreiben wir mal so, ja. Hervorragend. Ich würde sagen, wir stellen die zwei Dummschwätzer der Woche diese Woche nicht zur Abstimmung, weil sie beide sehr wichtig sind und ich fände es jetzt ein bisschen blöd, das gegeneinander antreten zu lassen. Naja. Wir haben es jetzt ausführlich erklärt und jeder darf sich da seine eigene Meinung doppeln. Vielleicht haben wir nächste Woche ja mal wieder Karl-Heinz Rummenigge. Ja, ja bestimmt. Der muss sich ja diese Woche nochmal zu der Premier League äußern. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auch ohne Charisma erfolgreich. Auch ohne Charisma erfolgreich. Sollen wir diesen Artikel, der war, glaube ich, von der Augsburger Allgemeinen, oder? Genau. Ja. Sollen wir den mal hier in unsere Empfehlungsliste? Ja, allein für diesen Titel. Allein für diesen Titel. Also es gibt einen Bonuspunkt für diesen Artikel, liebe Freunde der Augsburger Allgemeinen. Habt ihr großartig gemacht. Pack den mal hier mit rein. Habt ihr denn noch weitere Empfehlungen? Soll ich den Jingle abspielen? Ja. Nope. Keine Empfehlung. Keine Empfehlung. Vielleicht noch was Lustiges zum Ende, gerade eben, weil ich ja gerade eben drüber gestolpert bin. Habt ihr mitgekriegt, dass Chelsea Cech als Torhüter reaktiviert hat? Das ist crazy, ne? Ja, das ist richtig absurd. Ja, weil sie mit Kepa, dem irgendwie Multimillionen Nachwuchstalent, irgendwie total unzufrieden sind, haben sie jetzt Cech als Notfalltorwart, als dritten Torwart ins wieder reaktiviert und im Aufgebot. Und ansonsten als zweiter Torwart ist, glaube ich, Willi Caballero, der sogar noch ein Jahr älter ist als Cech. Auch geil, ich hoffe, er spielt durch irgendeinen dummen Zufall jetzt noch reingewechselt. Ich dachte, da kommst du dir auch so richtig verarscht vor, oder? Ja, auf jeden Fall. Ach, echt crazy. Obwohl, wie alt ist Tschech? Ist noch keine 40, ne? 38? Naja. Aber gut. Das ist ja bestes Torwartalter, also. Ja, aber bist du eigentlich schon in Fußballrente? Hast da ja irgendwie das... Hat er auch zwei Jahre nicht mehr gespielt. Hat seit zwei Jahren nicht mehr gespielt. Hast du irgendwie das Nachwuchstalent, wo du einen Haufen Kohle für und dann reaktivierst du da einen alternden Torhüter, der keine Spielpraxis mehr hat. Also stell dir mal vor, du sitzt zu Hause mit der Tüte Chips auf der Couch und auf einmal ruft Chelsea an. Hast eine riesen Blauze mittlerweile, hast schon irgendwie das dritte geleerte Pint neben dir steht, es ist morgens kurz nach neun und dann ruft Frank Lampard an und sagt... Petre, wir brauchen dich. Ich bin sowieso mal echt gespannt, was Chelsea eigentlich in dieser Saison noch macht, weil die haben so viel Geld investiert und bislang sieht es überhaupt gar nicht so gut aus, wenn da halt auch, also ne, Southampton, alles gut und schön, aber gegen die musst du halt dann schon mal zu Hause gewinnen. Also das Ding nicht zu machen war echt, also. Ja, also da sind wirklich einige, ne, ich meine, klar, du hast gesagt, Kepa sieht nicht gut aus, trotzdem ist es ja schon schön, dass wenigstens Havertz und vielleicht auch Werner jetzt auch mal sich ein bisschen besser einspielen, aber insgesamt ist es noch gar keine runde Leistung, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob das wirklich so gut wird. Aber gut, naja. Spannend. Und ich habe gedacht, du wolltest uns was Lustiges sagen und wolltest über das BVB-Spiel gerade sprechen, weil die sehen ja auch gerade gar nicht gut aus. Naja, Favre, Grüße. Ich dachte, wir wollten noch über Costa beim Freistoß der Bayern sprechen. Costa. Der sich falsch rum unter die Mauer gelegt hat, um den Ball in die Fresse zu kriegen. Ach, die Nummer. Ja.
Er hat sich hinter die Spieler gelegt, um, dass, wenn die Mauer hochspringt, verhindern, dass durchgeschossen wird, aber guckt halt in Richtung des Freistoßschützen. Ja, also, da muss dir doch dein natürlicher Instinkt schon sagen, Junge, so nicht. Gott, oh oder Gott, dann musst du dir doch mal denken, was habe ich denn ausgefressen, dass ich hier liegen das muss mit dem Gesicht nach vorne. Ja gut, das ist klar, da hat wahrscheinlich, also die Taktik irgendwie gemacht haben, da hat Hoeneß persönlich angerufen und hat gesagt, wenn ich will, dass da einer am Boden liegt, dann ist es der. Ja. Das war doch klar. Das ist echt sehr, sehr lustig. Aber ist das überhaupt regelkonform? Darf man das überhaupt? Ja. Platz liegen. Ja, klar. Nickerchen machen mal eben. Ja. Krass. Na gut. Ja gut, wenn das regelkonform ist, dann... Also wenn jeder Spieler immer viel laufen müsste auf dem Platz, dann gäbe es mehrere gelbe Karten. Ja, auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Ja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir doch unsere Themenliste für diese Woche sehr erfolgreich zu Ende gebracht. Die aktuelle Folge hatte alles. Tore, Rückblick in die Vergangenheit, Horrorszenarien, lustige Geschichten zum Ende. Da war ja jetzt wirklich für jeden was dabei. Wir wünschen euch da draußen eine wunderschöne Restwoche. Genießt das kommende Fußballwochenende und dann sprechen wir hoffentlich in der nächsten Woche über viele Tore und viele Punkte für die Eintracht gegen Bayern und gucken mal nach vorne und mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, dass Frau Alex zweimal hintereinander hier teilnimmt, um hier den Druck ein bisschen zu erhöhen. Das wäre krass. Aber eine Empfehlung habe ich doch noch. Wie gesagt, die Patricia war im Heimspiel. Wir haben es ja im Vorgespräch schon besprochen. Das hängen wir auf jeden Fall nochmal rein. Das kann man auf jeden Fall sich nochmal angucken. War eine coole Diskussion mit engagierten Fans. Daumen hoch. Der Reichinho war auch noch dabei. Also insofern kann man sich auf jeden Fall mal geben. Wollte ich noch ganz kurz mit einwerfen. Das ist natürlich sehr wichtig. Vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast. Das hätte ich sonst schändlicherweise vergessen. Dabei hast du es dir noch vor der Sendung reingezogen. Ich habe es mir extra noch vorher angezogen. Es war wirklich gut. War eine sehr schöne Sendung. Ich fand die Diskussion sehr gut. Auf jeden Fall. Ja. Das hat vor allen Dingen was gebracht. Ich weiß jetzt auch mal, wie du ausschaust. So, Fernsehen bildet. Ja. Genau. So lernt man Menschen Corona-konform kennen. Hervorragend. Sehr gut. Gut, dann habt ihr jetzt auch noch ein bisschen Empfehlungen bekommen. Dann, wenn ihr das hier zu Ende gehört habt, dann könnt ihr das gucken. Und ansonsten wisst ihr ja, was zu tun ist. Und ja, dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder und wünschen euch bis dahin viel Spaß. Tschüss. Ciao. Tschüss.